So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der 22. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur der öffentlichen Anhörung zu dem Thema Barrierefreiheit im Schienenverkehr. Zu unserer Anhörung darf ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen unsere Gäste und natürlich auch ganz besonders die Sachverständigen, Herrn Professor Dr. Georg Barfuß, Frau Ellen Kuhn von der Deutschen Bahn, Herrn Dr. Rüdiger Leitner, Martin Schmitz vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Herrn Ulf Schwarz vom Bundesverband Selbsthilfe, Körperbehinderte und Herrn Peter Wendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Diese Anhörung, das können wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, beruht ja letztendlich auf der Initiative von Herrn Professor Barfuß und Herrn Peter Wendorf, die sich in ihrem Schreiben an den Bundestagspräsidenten Herrn Dr. Wolfgang Schäuble gewendet haben und über ihre Erfahrungen mit der Deutschen Bahn AG und den Reisen mit der Deutschen Bahn AG berichtet haben. Und der Verkehrsausschuss hat ihr Anliegen aufgegriffen und diese öffentliche Anhörung beschlossen. Ich möchte den Sachverständigen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, ganz herzlich dafür danken. Diese wurden als Ausschussdrucksachen verteilt und liegen auch heute hier aus und sind auch darüber hinaus im Internet abrufbar. Wir führen diese Anhörung in dem Format nach § 70 Absatz 5 der Geschäftsordnung durch. Und hiernach haben die Fraktionen Ausschussmitglieder benannt, die Anhörung durchzuführen. Und bei dieser Anhörung und bei dieser Gelegenheit darf auch nicht vergessen werden, dass der Kollege Martin Burkhardt gestern Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ich habe Sie auch noch im Fernsehen gesehen gestern Abend. Tut mir nicht so glücklich. Naja, gut. Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren ablaufen. Zu Beginn möchte ich den Sachverständigen Gelegenheit zu Eingangsstatements geben. Dem soll sich dann eine Fragerunde der Fraktionen anschließen. In dieser Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. Die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen. Aufgrund eines Beschlusses dieses Ausschusses haben wir die Redezeit auf 3 Minuten begrenzt. Das bitte ich auch einzuhalten. Als Hilfsmittel sehen Sie immer hier oben auch die Uhr. Und die Sachverständigen bitte ich herzlich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten zu beschränken, damit wir dann auch möglichst viele Fragen beantworten können und auch alle zu Wort kommen können. Anschließend folgt der nächste Fragesteller. Im Anschluss dann an die Fragerunde soll den Sachverständigen die Gelegenheit gegeben werden, im Rahmen eines Dialogs auch mit den Abgeordneten Themen anzusprechen, die ihnen noch wichtig sind und die während der Anhörung noch nicht behandelt worden konnten. Beginn von einem Zeitraum für diese Anhörung von etwa 1,5 Stunden aus, also bis ungefähr 16 Uhr. Und von der öffentlichen Anhörung werden wir wie üblich bei öffentlichen Anhörungen ein Wortprotokoll erstellen, das allen Interessierten dann im Internet zugänglich sein wird. Diese Anhörung wird außerdem auf dem Kanal 1 im Parlamentsfernsehen übertragen und ist im Internet ebenfalls abrufbar. Wir beginnen nun mit den Eingangsstatements der Sachverständigen und beginnen möchte ich mit den beiden Initiatoren dieser Anhörung, Herrn Professor Barfuß und Herrn Wendorf. Und dann machen wir die alphabetische Reihenfolge. Und Sie, Herr Professor Barfuß, beginnen. Sie haben das Wort. Grüß Gott zusammen. Sie merken, ich mache das erste Mal. Ich muss leider mit einem Kuriosum starten. Ich habe hier keinen Eintrag angebracht. Es tut mir leid, wenn da eine Verwechslung vorliegt. Es gibt eine Person, die heißt auch Professor Georg Barfuß, ist mein Vater. Ich bin Experte für nachhaltige Mobilität und auch an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und ich dachte, ich wurde deswegen eingeladen. Ich kann mir das Ganze nur so vorstellen, dass eine Verwechslung vorliegt. Und bevor ich hier irgendeinen Mist erzähle, wo ich mich nicht damit auskenne, würde ich 2,5 Minuten meiner Redezeit an die anderen Kollegen weitergeben wollen. Sollte es eine Frage zur nachhaltigen Mobilität geben, jederzeit gerne. Danke. Das ist ein wirkliches Kuriosum. Das werden wir aufklären. Ich glaube aber, so wie ich es gerade eben vernommen habe, sind Sie auch äußerst kompetent und wir können Sie ja vielleicht, Sie haben gesagt, nachhaltige Mobilität ist ja auf jeden Fall ein Thema dieses Ausschusses und wenn Sie vielleicht das ein oder andere doch noch dazu sagen wollen, sind Sie herzlich, herzlich eingeladen dazu. Aber jetzt würde ich erstmal Herrn Wendorf das Wort noch einmal geben.
Ja. So ist gut. Und ich bin eigentlich einer dieser Initiatoren. Das heißt, es war eigentlich eine Verzweiflungstat, weil ich eigentlich neu im Gebiet der Behinderten, des Behindertenwesens bin, weil meine Frau an den Rollstuhl gebunden ist inzwischen und ich also die ganzen Höhen und Tiefen durchgemacht habe, vom normalen noch gehen bis zum Rollator, bis zum Aufstehen und jetzt bis zum Rollstuhl gefesselt sein. Und die schlechten, ganz schlechten, bitteren Erfahrungen, die wir bei Bahnfahrten gemacht haben, die ich geschildert habe, die haben Sie alle vorliegen, haben mich doch dazu gebracht, einfach mal die Lawine loszutreten. Mehr war es eigentlich nicht. Ich wusste nicht, dass das so einen Wirbel macht, aber ich bin froh und dankbar, dass wir diese Gelegenheit hier haben. Mehr möchte ich erstmal nicht sagen. Danke. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich und würde Frau Engel-Kuhn das Wort geben. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Abgeordneten und sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben der Einfachheit halber, um Überblick zum Thema Barrierefreiheit zu geben, unseren aktuellen Themendienst eingereicht. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit der Verbesserung der Barrierefreiheit, sowohl in Bezug auf Infrastruktur und Fahrzeuge. Wir orientieren uns daran an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen, haben seit nunmehr 15 Jahren auch eine Arbeitsgruppe mit Vertretern, die vom Deutschen Behindertenrat entsandt wurden, die mit uns verschiedene Maßnahmen, sei es die Fahrzeuge betreffend im Fern- und Nahverkehr oder sonstige Maßnahmen im Bereich Service, Bahnhöfe, mit uns gemeinschaftlich diskutieren. Und in den letzten Jahren hat sich viel in Richtung Barrierefreiheit, auch um Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte Mobilität zu gewährleisten, entsprechend dann auch verbessert. Das heißt nicht, dass die Bahn mit dem Thema jetzt zu Ende ist. Wir haben 5.365 Bahnhöfe. Pro Jahr werden etwa 100 Bahnhöfe modernisiert, sodass man nachvollziehen kann, dass hier noch einige Bahnhöfe zu modernisieren sind in den nächsten Jahren. Fahrzeuge sind gerade im Fernverkehr sehr viele neu hinzugelaufen. Im letzten Jahr der ICE4, der auch europaweit jetzt Standards setzt, was das Thema Barrierefreiheit betrifft. Gerade der ICE4 wurde mit den Menschen mit Behinderungen gemeinsam entwickelt. Die Arbeitsgruppe hat die Anforderungen zum ICE4 ins Lastenheft definiert. Wir hatten 2012 ein sogenanntes Holzmodell vom ICE4 in Augsburg stehen. Das haben wir mit der Arbeitsgruppe besichtigt und bevor die Erprobungsfahrten mit dem ICE4 begonnen haben, hat die Arbeitsgruppe diesen Zug auch besichtigt. Im ICE4 haben wir erstmals auch 4 Rollstuhlstellplätze, auch eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe, ein taktiles Wegeleitsystem für Menschen mit Sehbehinderungen entsprechend. Wir haben Deckenmonitoren, wo man alle Fahrgastinformationen entsprechend dort auch in Schriftform hat, sodass auch Menschen mit Hörbehinderungen das sehr gut nachvollziehen können. Im Nahverkehr sieht es etwas anders aus als im Fernverkehr. Im Nahverkehr haben wir aufgrund der Regionalisierung Aufgabenträger, die letztendlich auch das Thema Barrierefreiheit definieren, wie auf bestimmten Relationen die Barrierefreiheit in den Zügen entsprechend ausgestattet ist. Ja, und auch in vielen anderen Themen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Mobilitätsservicezentrale, ein Callcenter, das Menschen mit Behinderungen, die auf Reisen gehen, dann entsprechend berät, entsprechend ihrer Bedürfnisse auch Hilfeleistungen organisiert in den Bahnhöfen. Die Mitarbeiter in den Bahnhöfen haben im letzten Jahr rund 760.000 Hilfeleistungen beim Ein-, Um- und Ausstieg organisiert, in den Bahnhöfen unterstützt. Und auch in den Nahverkehrszügen hilft das Zugbegleitpersonal. Da hatten wir im letzten Jahr 80.000 Hilfeleistungen, die entsprechend vorgemeldet waren. Und wir sind mit den Themen jetzt auch zum Beispiel, diese Woche wird vorgestellt werden, eine neue App, die wir auch mit Menschen mit Behinderungen entwickelt haben. Die App wird im Zwei-Sinne-Prinzip umgesetzt, hat eine leichte und einfache Sprache letztendlich. Und dort werden wir die Funktionen zum Anfang haben, einfach auch mal über die Reiseverbindungen, dass ein Mensch, der blind ist, beispielsweise auf sein Smartphone die Informationen bekommt zu seiner aktuellen Reiseverbindung. Wenn es dort einen Gleiswechsel gibt oder der Zug 5 Minuten verspätet ist, wird er eine Push-Nachricht bekommen und die Voice-Over-Funktion an seinem Smartphone liest sie ihm dann vor. Ja, damit möchte ich es erstmal bewenden lassen und meinen Nachredner noch ein bisschen Zeit belassen. Ja, vielen Dank, Frau Engel-Kuhn. Als nächster
Dem bitte ich Dr. Rüdiger Leitner zu seinen Ausführungen. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich begrüße sehr, dass der Verkehrsausschuss sich mit dem Thema Barrierefreiheit im Schienenverkehr befasst und bedanke mich für die Einladung. Ich möchte jetzt nicht meine schriftliche Stellungnahme vortragen, sondern sozusagen in Ergänzung den heutigen Tag als praktisches Beispiel schildern. Ich bin heute Vormittag gestartet in einer Kleinstadt in der Nähe von Hamburg, habe also die Deutsche Bahn ausgiebig genutzt. Wie beginnt so etwas? Jede Reise beginnt mit der Planung. Und da stößt man auf die erste Barriere. Die Webseite der Deutschen Bahn ist immer noch nicht barrierefrei im Sinne der Bundesinformationstechnikverordnung. Das ist natürlich auch eine Frage der Rechtsvorschrift. Die richtet sich ja nur an Behörden und nicht an private Verkehrsträger. Es war also etwas umständlich, das zu machen. Ich habe dann das, was Frau Engel-Kuhn eben erwähnte, die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn angerufen und um Unterstützung gebeten. Nur in dieser Kleinstadt bei Hamburg, etwa 20.000 Einwohner, gibt es keinen Service am Bahnhof. Ich musste also das privat organisieren, damit mich jemand zum Zug begleitet. Und dasselbe muss ich dann heute Abend auch wieder tun, denn ich fahre heute Abend direkt wieder zurück. In Hamburg selbst und in Berlin hat das geklappt mit dem Mobilitätsservice. Nun könnte man sagen, der Bahnhof ist doch vor einigen Jahren erst umgebaut worden, verfügt also über ein Leitsystem, für ein sogenanntes Blindenleitsystem. Nur dieses Leitsystem ist etwas anders aufgebaut als das hier in Berlin am Hauptbahnhof. Und ich weiß, dass ich dort den Abgang zur Treppe, zur Unterführung, nicht finde, weil da entsprechende Aufmerksamkeitsfelder fehlen. Das heißt, die Maßnahmen sind auch beim selben Verkehrsträger nicht einheitlich. Und deswegen erscheint es mir unbedingt notwendig, wenn wir schon Barrierefreiheit auf absehbare Zeit in vollem Umfang nicht bereitstellen können, dass man zumindest verlässliche Informationen darüber bereitstellt, welcher Grad und welche Art von Barrierefreiheit vorhanden ist. Das ist aus meiner Sicht, sollte das ähnlich selbstverständlich sein wie die Lebensmittelkennzeichnung. Die sagt Ihnen ja auch nicht, ist das gut oder schlecht, sondern sie sagt Ihnen, was drin ist. Ein solches Informationssystem ist im Tourismus entstanden, das heißt Reisen für alle. Dort werden überprüfte Informationen für insgesamt 7 Behinderungsarten, also Informationen zur Barrierefreiheit aus der Sicht von 7 Behinderungsarten bereitgestellt. Und das sind überprüfte Informationen. Und diesen Schritt kann man mit relativ wenig Aufwand und Geld gehen, verlässliche Informationen bereitstellen, denn bis zur Herstellung von Barrierefreiheit werden noch Jahrzehnte vergehen. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Leitner. Herr Schmitz, bitte. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Martin Schmitz vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Und auch wir stehen dem Thema Barrierefreiheit sehr, sehr positiv gegenüber, unterstützen das Thema mit unseren Unternehmen. Der Ausbau der Barrierefreiheit wird unter verschiedenen Aspekten natürlich vorangetrieben. Einmal ist natürlich das, was wir heute diskutieren, dass wir Menschen mit Behinderungen natürlich den Zugang ermöglichen wollen. Aber auch das Thema, was wir sonst diskutieren, einen Ausbau öffentlichen Nahverkehrs wollen wir fördern. Und jede Zugangsbarriere, ich sage mal jede Stufe, jede Schwierigkeiten am Ticketautomaten, jede Schwierigkeit, sich zu bewegen in dem System, müssen wir reduzieren, um eben den ÖV attraktiver zu machen und mehr Personen in den öffentlichen Nahverkehr reinzubekommen. Von der Seite her ist die Barrierefreiheit für uns eine Grundvoraussetzung, dass der ÖV der Zukunft noch attraktiver wird. Die Kollegen in den Unternehmen vor Ort geben sich aus meiner Sicht sehr viel Mühe, Stationen umzubauen. Wir sind auch in vielen Stationen schon relativ weit gekommen.
Natürlich gibt es weiterhin noch Verbesserungspotenzial, gerade was Sie gerade gesagt haben mit Blindenleitstreifen. Das sieht man auch als Nichtblinder, dass die sehr unterschiedlich sind in den Städten und Regionen. Von der Seite her kann ich das gut nachvollziehen, dass man dann wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, sich da zu bewegen. Aber das Thema ist im Fokus, das wird in den Gremien behandelt und es versucht dort eben auch wirklich Fortschritte zu erzielen. Gemeinsam mit den Aufgabenträgern, auch das wurde schon angesprochen, finden Abstimmungen statt, wie Gelder investiert werden können, welche Stationen umgebaut werden können und müssen und wie man dort vorangeht. Wir haben mit dem Deutschen Städtetag auch das mal untersucht, was das finanziell noch bedeutet. Es stehen aber auch hier noch Investitionen von ungefähr 20 Milliarden noch aus. Um das mal ein bisschen runterzubrechen, der VRR hat gerade auch eine Pressemitteilung rausgegeben, indem er mitteilt, einige Rolltreppen und Aufzüge zu bauen, was dann schon insgesamt 5 Millionen Euro kostet. In dem Rahmen stellt sich für uns auch ganz klar das Problem der Wartung und Instandhaltung. Leider sind es halt öffentlich zugängliche Räume und Vandalismus ist ein Thema, das uns immer wieder auf die Füße fällt, weswegen eben auch Rolltreppen und Aufzüge ausfallen. Das bewegt uns dazu, dass wir sagen, wir müssen gucken, dass wir diese Anlagen in unsere Navigationssysteme mit reinbekommen, dass man eben auch vorab schon Online-Informationen bekommt, ob Aufzüge, Rolltreppen funktionieren, um dann auch eine durchgängige Wegekette oder Informationen für eine durchgängige Wegekette zu erfolgen oder zu bekommen. Das finden in einigen Verkehrsunternehmen auch schon statt. Dort gibt es Projekte dazu. Aus unserer Sicht wäre es aber sinnvoll, das natürlich deutschlandweit auszurollen und wie mein Vorredner eben gesagt hat, dass man eben durchgängige Reiseketten darstellen kann. Das ist aber noch in Arbeit, muss man so sagen, und verlangt auch noch einige Investitionen. Zum Thema Beratung, auch hier, denke ich, geben sich viele Unternehmen sehr viel Mühe. Mobilitätsberater gibt es vor Ort, die eben Hinweise geben, Unterstützungen geben. Aber auch das ist ein Thema, die sind natürlich meistens irgendwo in den Zentralen und nicht immer unbedingt im ländlichen Raum überall vertreten. Dort wird es versucht, über telefonische Möglichkeiten der Unterstützung oder auch eben über elektronische Mittel dann Informationen bereitzustellen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz. Wenn Sie also mir eine Frage erlauben, die Sie vielleicht nachher mit beantworten könnten, wäre, ob wir keine Standardisierung haben oder ob wir eine Standardisierung brauchen. Genau, das wär meine Frage, die gerade aufgekommen ist. Aber sonst würde ich jetzt bitte Herrn Schwarz das Wort geben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken, dass wir vom BSK die Möglichkeit haben, hier heute Stellung zu beziehen. Ich nehme Bezug auf unsere Stellungnahme, die Ihnen ja auch vorliegt. Zum Thema Barrierefreiheit, es hat sich viel getan, das ist richtig, aber es ist auch noch viel zu tun. Das sehen wir und bekommen wir im Alltag mit, wenn wir Anrufe von vor allem mobilitätseingeschränkten Menschen, Rollstuhlnutzern haben, die eben innerhalb der Reisekette eben irgendwo gestrandet sind und nicht weiterkommen. Um da mal so die wesentlichen Punkte auch von unserer Seite vielleicht aufzunehmen, sind, dass wir immer sagen, der Zug muss zur Infrastruktur oder zum Bahnsteig passen und der Bahnsteig zum Zug. Das ist eigentlich relativ logisch, ist aber in der Realität leider nicht immer einfach. Es ist auch nicht immer einfach umsetzbar, das ist uns bewusst. Aber auch hier müssten wir zu besseren Lösungen kommen. Wir stellen auch in letzter Zeit fest, dass vor allem gerade zwischen Zügen und Bahnsteig die Lücken manchmal sehr groß werden und dort natürlich keine automatische Stufe ist, die diese sozusagen ergänzt, sodass vor allem auch das selbstständige Einsteigen und Aussteigen für Rollstuhlnutzer an dieser Stelle sehr schwierig ist. Barrierefreiheit, das ist auch so ein Punkt, darf und sollte nicht an den Ländergrenzen aufhören. Beim Fernverkehr ist das natürlich kein Problem, aber gerade auch beim Regionalverkehr stellen wir dort unterschiedliche Situationen vor. Die Infrastruktur, die dort auch vorgefunden ist, ist gerade für die Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen manchmal schwierig. Das Thema öffentliche WCs, wenn man gerade an Knotenpunkten sich das anschaut, ist ein Problem, nicht nur für Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen, sondern insgesamt und müsste hier einfach deutlich verbessert werden. Deshalb sagen wir auch, es gibt eine DIN 18040, die 3,
wo man einfach sagen muss, das müsste verbindlich letztendlich eingeführt werden, sowohl im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr. Ich weiß, das ist dann Ländersache, aber auch hier wäre es, wie gesagt, gut, wenn die Barrierefreiheit nicht an den Landesgrenzen am Ende Unterschiede ausmacht. Ein anderes Thema, was uns bewegt, ist gerade Schulung von Personal. Der ICE4 wurde angesprochen, ein Fahrzeug, das wir grundsätzlich begrüßen, weil er eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe hat und sozusagen der Hublift am Bahnsteig nicht mehr notwendig sein müsste. Wir stellen aber fest, dass die fahrzeuggebundene Einstiegshilfe gar nicht genutzt wird oder gar nicht genutzt werden kann, weil das Personal darauf gar nicht geschult ist. Man auch teilweise im Selbstversuch dann festgestellt hat, dass das mit drei Leuten 20 Minuten dauert. Und Sie können sich vorstellen, was das natürlich dann auch für Verspätungssituationen plötzlich verursacht. Wir begrüßen das sehr, nochmal, dass es fahrzeuggebundene Einstiegshilfen gibt. Aber es ist einfach auch wichtig, das Personal damit vertraut zu machen, damit auch Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen und in dem Fall besonders natürlich Rollstuhlnutzer auch einen sicheren Ein- und Ausstieg an dieser Stelle haben. Einen letzten Punkt möchte ich jetzt im ersten Schritt auch nochmal hinweisen, ist, dass Wettbewerb auf der Schiene wir grundsätzlich begrüßen. Es gibt ja jetzt auch im Fernverkehr Wettbewerb, dort gibt es ja Flixtrain. Leider stellen wir an der Stelle das große Problem fest, Flixtrain ist ganz weit weg von Barrierefreiheit. Wir haben dort sowohl mit Flixtrain, die gehören ja zu Flix Mobility, als auch mit dem Eisenbahnbundesamt gesprochen und es wurde uns dann immer mitgeteilt, das sind Wägen, die eben vor Jahrzehnten, muss man schon sagen, zugelassen wurden und eben einen unbegrenzten Bestandsschutz haben. Da haben wir große Sorge, weil Flixtrain hat ja schon angekündigt, dass es nächstes Jahr 4 neue Linien in Betrieb nehmen wird, was wir grundsätzlich, wie gesagt, Wettbewerb auf der Schiene begrüßen. Aber dadurch darf Barrierefreiheit nicht ausgehebelt werden. Und unser Wunsch ist, hier auch klare Maßstäbe zu setzen, dass, wenn neue Wettbewerber und neue Linien entstehen, auch Barrierefreiheit umgesetzt wird. Eventuell ist es an der Stelle notwendig, dass das EBA auch entsprechend mit mehr Rechten ausgestattet wird. Das zum Anfang. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwarz. Nunmehr haben die Fraktionen, wie angekündigt, die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Und zunächst ist die Fraktion CDU-CSU an der Reihe und Herr Manfred Behrens hat das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe erstmal eine Frage an die DB, an Frau Engel-Kuhn. Und zwar, Sie hatten gesagt, dass jedes Jahr 100 Bahnhöfe in Ihrem Programm verbessert werden. Ein Teil der Frage geht auf den Fernverkehrsbereich und ein Teil auf den Nahverkehrsbereich. Ich möchte mal ein Beispiel nennen zum Fernverkehrsbereich. Ich komme ja aus Magdeburg nach Berlin und fahre des Öfteren über Stendal. Stendal ist ein ICE und IC halt, da habe ich festgestellt, wenn ich mit dem Regio oder mit der S-Bahn komme, komme ich auf ein Gleis an, wo ich keine Möglichkeit habe, als Rollstuhlfahrer mit dem ICE weiterzufahren. Das heißt, Sie haben gesagt, Sie modernisieren. Wenn Sie modernisieren, wird eine Priorität gesetzt der Dringlichkeit an Bahnhöfen. Zweiter Teil, Nahbereich. Wenn ich über Wolmerstedt fahre und ich würde mit einem Rollstuhlfahrer fahren und würde in Wolmerstedt aussteigen Richtung Stendal, hätte ich keine Möglichkeit, in den Bahnhof Wolmerstedt zu kommen. Man muss sagen, Wolmerstedt ist eine Stadt mit 11.000 Einwohnern. Ich muss eine Haltestelle ungefähr 5 Kilometer weiterfahren, einen freien Haltepunkt benutzen, die Bahn queren, also die Schiene queren und dann auf der anderen Seite zurückfahren, um in Wolmerstedt auszusteigen. Jetzt nochmal meine Frage, gibt es dafür eine Priorität oder gehört das zu einer Vielzahl von Sachen, die Sie jetzt modernisieren müssen im Programm Ihrer Modernisierung? Also sagen Sie mal was zu den 100 Bahnhöfen, die Sie jedes Jahr besser umsetzen und gestalten. Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt erstmal eine Runde
Und dann, also wir sammeln die Fragen und dann antworten wir insgesamt. Als nächstes hat der Kollege Wiele von der AfD das Wort. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch in dem Bereich Bahnhöfe gerne noch mal nachfassen. Wir haben letzte Woche ein erweitertes Berichterstattergespräch, also in einem kleineren Kreis geführt, bei dem es um Bahnsteighöhen ging und um die Anpassung von Bahnsteighöhen auch an das rollende Material. Und da haben wir ja ein System Mitteldeutschland mit 55 cm Einstiegshöhe und ansonsten zielen wir auf 76 und haben dann noch S-Bahn-Bereiche mit 96. Und darauf will ich jetzt gar nicht mehr in der Tiefe eingehen, aber es ist ja so, dass der Bahnsteig alleine für den Reisenden, für den mobilitätseingeschränkten Reisenden ja jetzt noch nicht die Lösung bringt, sondern man muss ja dann auch gegebenenfalls mit dem Aufzug zu dem entsprechenden Bahnsteig hinkommen und vielleicht auch noch andere Barrieren im Bahnhofsbereich überwinden. Jetzt haben wir gerade schon gehört von den 100 Bahnhöfen pro Jahr, die angepasst werden. Und ich will jetzt meine Frage da stellen. Zum einen, ist dieses Programm dann auch in der Durchführung koordiniert? Das möchte ich gerne Frau Engel-Kuhn fragen. Ist das koordiniert mit dem Bahnsteiganpassungs-, also Bahnsteighöhenanpassungsprogramm? Machen Sie das zusammen, wenn Sie einen Bahnhof angehen, bautechnisch? Und die zweite Frage, die möchte ich gerne an Herrn Schwarz stellen. Wie ist Ihre Beobachtung im Zusammenhang eben genau mit den Bahnhöfen, mit vielleicht auch schon angepassten Bahnsteigen? Wenn so ein Bahnhof dann mal überarbeitet ist, ist der dann auch tatsächlich gut nutzbar? Oder gibt es da im Einzelfall oder vielleicht auch systematische, wie Sie es erkennen, Schwierigkeiten, die dann immer noch übrig bleiben? Vielen Dank. Und der Kollege Burkhardt hat das Wort, das Geburtstagskind. Ja, Frau Engel-Kuhn, meine sehr verehrten Herren, erst einmal recht herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, auch für die Ausführungen. Wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit der Barrierefreiheit. Das ist ein großes Thema. Wir wollen natürlich eine vollständige Barrierefreiheit, aber jeder weiß, dass es eine Menge an Investitionen nach sich zieht und was die Fahrzeuge angeht, braucht man lange, lange Vorlaufzeiten bei der Bestellung. Gott sei Dank werden Sie jetzt mittlerweile ja auch eingebunden. Herr Schmitz, ich hätte an Sie mal die erste Frage, welche Maßnahmen ließen Sie sich denn aus Ihrer Sicht, ob an Bahnhöfen, Fahrzeugen, bei der Fahrgastinformation am schnellsten und unproblematischsten bewerkstelligen und wie kann der Bund hier helfen? Und die zweite Frage, wir sind sehr froh als SPD-Fraktion in der letzten Legislatur dieses 1000-Bahnhöfe-Programm geschaffen zu haben, Barrierefreiheit für kleine Bahnhöfe unter 1000 Ein- und Aussteigern. Der Haushaltsausschuss beschäftigt sich gerade damit, damit wir das auch weiter durchfinanziert bekommen. Ich habe hier die Frage an Sie, Frau Engel-Kuhn, wie bewerten Sie denn diesen Fortschritt, kleine Bahnhöfe, den Zustand insgesamt der kleineren Bahnhöfe, vor allem in den ostdeutschen Ländern und im ländlichen Raum, weil ja, es gibt immer die Diskussion, ist 1000 zu hoch? Ich kann mich erinnern, dass 700 auch einmal im Raum gestanden sind. Die Deutsche Bahn AG macht ja das, sag mal, auf freiwilliger Basis auch in den Länderprogrammen erst ab 1000. Aber haben Sie da schon eine Bewertung zu unserem 1000-Bahnhöfe-Programm? Vielen Dank. Der Kollege Herbst. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen auch im Namen der FDP-Fraktion. Ich habe vier verschiedene Fragen. Ein Thema wurde schon angesprochen. Wir hatten letzte Woche ein Berichterstattergespräch zum Thema Bahnsteighöhen und dem Zusammenspiel mit den Fahrzeugen. Und auch da wurde schon festgestellt, dass eigentlich im Fernverkehr kein einziger Zug bei 76 cm Bahnsteighöhe den niveaugleichen Einstieg ermöglicht, nur der ICE4 mit Einstiegshilfe fahrzeugseitig. Jetzt ist die Frage, gibt es denn für die ferne Zukunft mal Überlegungen, sowohl was die Infrastruktur auf der Bahnhofseite betrifft, als auch die Züge, mal einen niveaugleichen Einstieg ohne Hilfsmittel zu ermöglichen? Das ist jetzt nichts, was aktuell ist, aber wenn man die nächste Zuggeneration anschafft, ja mit Sicherheit ein Thema.
Das Zweite ist die Nahverkehrssituation, die ist, was die Bahnsteighöhen betrifft, ja deutschlandweit höchst unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel in Mitteldeutschland ein Netz, was überwiegend 38 cm und 55 cm ist. 55 cm funktioniert mit neu angeschafften Zügen niveaugleich, also sowohl die Doppelstockzüge als auch die anderen Bahnen, die dort im Moment fahren. Und gibt es ja von der Bahn die Bestrebung, auf 76 cm zukünftig Bahnsteige auszubauen. Wie wird das aus Ihrer Sicht beurteilt? Wird es nicht eine Verschlechterung bedeuten, wenn man jetzt die 55 cm, die als Maßstab bisher genommen werden und mit den Fahrzeugen, die im Moment rollen, funktionieren, wenn man die auf 76 cm verändert? Meine dritte Frage ist das angesprochene Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte. Wie lange wird es denn dauern, bis man alle Fernbahnhöfe in Deutschland mindestens mal damit ausstattet und mit welchem Investitionsaufwand rechnen Sie? Und der vierte Punkt, Thorsten, ist ja meine eigene Fraktion. Zwei Fragen waren erlaubt, aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal. Ja, alles gut. Okay. Aber würdest du so freundlich sein, nochmal sagen, wen du gefragt hast? Ich glaube, das war an die Deutsche Bahn gerichtet, oder? Das war zweimal die Deutsche Bahn und, eigentlich ist es dreimal die Deutsche Bahn, muss man sagen. Dreimal die Deutsche Bahn mit den Bahnsteighöhen. Dann hat jetzt der Kollege von den Linken, Herr Wagner, das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Berichte. Die bisherigen Errungenschaften für die Barrierefreiheit der Bahn finde ich anerkennenswert. Gleichzeitig sind wir noch oder haben wir noch einen langen Weg bis zum Ziel, was die vollständige Barrierefreiheit betrifft. Insbesondere an den kleineren Bahnhöfen in ländlichen Gegenden ist die Barrierefreiheit noch lange nicht umgesetzt. Und hier wirkt es sich ja ganz besonders negativ aus, dass die Bahn solche Bahnhöfe, Haltepunkte ganz überwiegend ohne jegliches Personal betreibt. Ich habe zwei Fragen an Frau Engel-Kuhn. Die erste Frage, das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt ja bekanntlich die Möglichkeit zum selbstständigen Ein- und Aussteigen für Menschen im Rollstuhl. Dies ist bislang bis auf wenige seltene Fälle im Fernverkehr der DB AG nicht möglich. Wie soll hier das Gesetz umgesetzt werden, wenn gleichzeitig die Höhe der Fernverkehrszüge grundsätzlich zu hoch ist, also zu den Bahnsteigen? Wird es selbstständig bedienbare Hublifte geben oder welche andere Lösungen planen Sie? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie erklären Sie die Strategie der DB AG zu immer engeren und unkomfortableren Zügen mit den entsprechenden Einschränkungen, besonders auch für mobilitätseingeschränkte Reisende, wenn Ihre Unternehmen im Hinblick auf die Preise ohnehin nicht mit den Fernbussen konkurrieren können, dann wäre es ja aus unserer Sicht sinnvoll, dass man auf entsprechenden Komfort setzt und gleichzeitig dadurch die Barrierefreiheit erhöht. Welche Überlegungen liegen da Ihren Strategien zugrunde für die engeren und unkomfortableren Züge? Vielen Dank. Vielen Dank. Und der Kollege Gaste, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte vorwegschicken, dass es bedauerlich ist, dass wir die schriftlichen Stellungnahmen von Ihnen als Sachverständige erst heute Vormittag bekommen haben und deswegen es vermutlich nicht nur mir nicht möglich gewesen ist, die auch entsprechend gründlich zur Vorbereitung auf diese Anhörung gelesen zu haben. Es ist ein wichtiges Thema, denn immer mehr Menschen sind auf barrierefreie Mobilität angewiesen, in einer älter werdenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft auch mit mehr Menschen mit Behinderung. Und deswegen muss man da Tempo machen, dass dieses Thema vorangeht, wohl wissend, dass Tempo sehr relativ ist in dem Kontext, wenn man daran denkt, dass Bahnsteige auf 40 Jahre gebaut werden und auch Züge nicht nur auf wenige Betriebsjahre angeschafft werden. Aber man muss eben mal anfangen, die grundlegenden Entscheidungen zu treffen. Ich habe zunächst eine Frage an Frau Engel-Kuhn von der Deutschen Bahn. Und zwar geht es um die Frage von Aufzügen, teilweise auch Rolltreppen an Bahnhöfen. Es ist ja so, dass gefördert immer nur ein Aufzug pro Bahnsteig wird. Auch dann, wenn es ein Bahnsteig ist, der sehr stark frequentiert ist, also ein hohes Fahrgastaufkommen da ist. Und da würde ich gerne wissen von Ihnen, ob man da nicht was ändern muss und sagen muss, ab einer bestimmten Fahrgastzahl
muss auch ein zweiter Aufzug oder eine Rolltreppe gegebenenfalls förderfähig sein, weil, ich sag mal, wenn Sie halt einen hochfrequentierten Bahnsteig haben, dann stehen Sie entweder Schlange an diesem einen Aufzug oder dieser eine Aufzug fällt auch mal aus und dann haben Sie ein richtiges Problem. Und genau auf dieses mit dem Ausfallen möchte ich auch noch rauskommen. Ich hatte jetzt gerade von der Bundesregierung eine Frage beantwortet bekommen. Die Zahl wurde ja von Ihnen als Deutsche Bahn geliefert, wobei bei den, wo es heißt, dass bei den Aufzügen und Rolltreppen eine Verfügbarkeit von 97% gegeben wäre inzwischen durch die Digitalisierung. Da möchte ich gerne vielleicht noch ergänzt haben, wie kommt so eine Zahl zustande? Weil ich glaube, gefühlt, wenn man die Leute fragt, dann werden die wahrscheinlich sagen, irgendwie so 60%, 70%, vielleicht 80% von der Wahrnehmung her. Gibt es da vielleicht auch irgendeine statistische, einen statistischen Kniff, so ähnlich wie bei der Pünktlichkeit, dass ein Zug erst unpünktlich ist ab einer bestimmten Minutenzahl? Wie ist es da mit der Verfügbarkeit? Die zweite Frage, Herr Wendorf, haben Sie denn Erfahrungen machen können mit den neuen Zügen ICE 4 oder auch ICE 2? Und wenn ja, wie sehen diese Erfahrungen aus, wie man da reinkommt oder rauskommt als Mensch mit einer Behinderung, in dem Fall dann im Rollstuhl? Ja, vielen Dank, Herr Gastel. Ich möchte noch mal einen Hinweis vom Ausschusssekretariat weitergeben. Und zwar sind die Stellungnahmen mit dem Eingang verteilt worden. Also sobald sie eingegangen sind, wurden sie auch verteilt. Lediglich die Zusammenfassung ist erst heute Morgen an die Mitglieder des Ausschusses verteilt worden. So, die meisten Fragen, die gingen jetzt an Frau Engel-Kuhn. Deswegen würde ich Ihnen auch zuerst das Wort geben und würde dann aber sagen, dass auch jeder der anderen Sachverständigen sehr gerne sich noch einmal zu Wort melden kann und würde jetzt aber Ihnen, Frau Engel-Kuhn, zuerst das Wort geben. Also der Schwerpunkt bezieht sich ja gerade auf das Thema DB-Station und Service. Und vor diesem Hintergrund, davon bin ich ausgegangen, Frau Kluckert, ich habe einen Kollegen, den Herrn Dr. Strohkart, mitgebracht, der sehr stark in der Diskussion zum Bahnsteighöhenkonzept ist, auch bei den Ländergesprächen dabei war. Auch es wurde ja mehrfach angesprochen, die Ausstattung von Bahnsteigen oder von Bahnhöfen. Er kommt aus der Fachabteilung, dass er die Fragen dann beantwortet. Sehr gerne. Setzen, ja. Kommen Sie nach vorne. Setzen Sie sich gerne hier rechts und schnappen Sie sich das und Mikrofon. Und die Fragen, was jetzt den Personenverkehr betrifft, die würde ich dann übernehmen. Stellen Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vor mit Namen. Hört man? Ja. Okay. Hallo, Sven Strohkark mein Name, Kollege von Frau Engel-Kuhn bei Station und Service. Im Wesentlichen mit dem Thema Barrierefreiheit und ja zuletzt auch mit dem Thema Bahnsteighöhen betraut. Vielleicht, es war ein ganzer Schwung von Fragen, vielleicht ganz kurz vorab, damit man ein bisschen das einsortieren kann, das Thema. Wir haben 5.500 Bahnhöfe, von denen sind 4.000 inzwischen stufenfrei, also 82% der Reisenden reisen inzwischen tatsächlich. Ein bisschen lauter, bitte. Danke, ich tue mein Bestes. Also 82% der Reisenden reisen tatsächlich heute schon stufenfrei. Das heißt aber stufenfrei eben, sie kommen auf den Bahnsteig. Welches Fahrzeug dann da eingesetzt wird und ob das Fahrzeug dann zum Bahnsteig passt, das ist eben genau eine von den, und das sind einige von den Fragen hier heute gewesen. Das liegt natürlich nicht in der Verantwortung der Station und Service. Wir können bloß die Bahnsteighöhe so herstellen, wie sie gemäß Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ist. Und das ist eben 76 Zentimeter. Das vielleicht so ein bisschen als Grundlage zu dem ganzen Thema. Dann kam in dem Zusammenhang die Frage nach der Priorisierung von bestimmten Projekten auf, insbesondere auch zum Thema Bahnsteighöhe. Es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Bahnsteighöhenkonzept, was ja letzte Woche hier ein Thema gewesen ist, da sind bestimmte Regeln und Ausnahmen festgelegt zum Thema Bahnsteighöhe und diese werden dann auch so umgesetzt. Das heißt, wenn ein bestimmter Bahnsteig oder ein bestimmter Bahnhof an einer bestimmten Strecke erneuert werden soll, dann wird er genau gemäß dieses Konzepts umgesetzt. Das war vorher eine Frage, ich glaube, von Herrn Wiele, wie das koordiniert ist. Also ja, es gibt den Zusammenhang zwischen den 100 Bahnsteigen, die wir jedes Jahr machen und die machen wir eben genau so, dass sie dem Bahnsteighöhenkonzept entsprechen, damit man langfristig die Zielhöhe erreichen will, wie man sie sich vorstellt, gemäß dem Bahnsteighöhenkonzept. Zu dem Wegeleitsystem in Wolmirstetten muss ich leider passen, da müssen wir zur Not noch ein paar Informationen dann später austauschen. Bin ich nicht wirklich im Bilde, das ist eine sehr spezifische Frage, wo ich jetzt nichts Belastbares zu sagen kann.
Die Bewertung zu den 1000 Reisenden, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aus der zweiten Reihe hat man schlecht verfolgen können, zu den 1000 Reisenden. Es ist tatsächlich so, dass wir, die Stationen kann man sehr schön trennen zwischen Stationen, die weniger als 1000 Reisende haben und die Stationen, die mehr als 1000 Reisende haben. Weniger als 1000 Reisende sind etwa 2/3 der Bahnhöfe. Und von diesen 2/3 sind welche stufenfrei und welche eben mit Stufen und genauso bei den größeren. Das heißt, das hat dummerweise zur Folge, dass von den kleinen Stationen mit weniger 1000 Reisenden, wir erinnern uns, das ist die Mehrheit, reisen etwa 1% nicht stufenfrei. Von den großen Bahnhöfen mit mehr als 1000 Reisenden reisen aber 14% der Reisenden nicht stufenfrei. Das heißt, mit dem Bestand, mit den vorhandenen Bestandsnetzmitteln, die wir haben, und damit auch beschränkten Ausbaukapazitäten, müssen wir natürlich überlegen, wie können wir die meisten Reisenden erreichen. Und das ist dann auf der einen Seite die 1% für kleine Stationen und die 14% für die größeren Stationen. Dann ist dann tendenziell natürlich die Frage, ob man das Geld nicht besser für die Reisenden so einsetzt, dass man die mittelgroßen Stationen macht. In dem Kontext begrüßen wir natürlich ganz ausdrücklich diese Maßnahmen für die kleinen Stationen, um die auch in der Fläche zu machen, weil die ja tendenziell eher so ein bisschen hinten runterfallen würden. Aber wenn man die Frage stellt, wie kann man möglichst viele Reisende erreichen, dann ist schon die Frage, wo legt man den Schwerpunkt hin? Eher in die Fläche mit den vielen kleinen Stationen, 100 Reisende, 200 Reisende oder da, wo vielleicht auch mal 10.000 Leute umsteigen, die aber das letzte Mal vor 30 Jahren gemacht werden und wo die Normierung und das Thema Barrierefreiheit vielleicht noch nicht so wichtig war und man demzufolge noch nicht den Ausbaugrad hat, den man sich heute wünschen würde. Dann möchte ich ganz kurz noch eine Sache, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo Sie herkamen, Herr Gastel, möglicherweise nach den Blindenleitsystemen von Fernbahnhöfen. Da ist es genau, das ist ein schönes Beispiel dafür, wir haben etwa noch 3.500 Bahnsteige, die niedriger sind als 38 Zentimeter. Das heißt, die sind da der Reisende hat eine große Stufe, die sind meistens schon noch relativ alt, mit hoher technischer Bedarf. Und genau für diese Station, da kann man eine große Nutzergruppe erreichen, nicht nur Mobilitätseingeschränkte, sondern im Prinzip jeden, der irgendwie einen Koffer dabei hat. Und die bauen wir natürlich, und die versuchen wir vordringlich umzubauen. Das wird etwa noch 30 Jahre dauern mit der aktuellen Finanzierung. Das heißt, wir haben mit der aktuellen Finanzierung, der davon ausgeht, dass man technischen Bedarf erneuert. Mit der aktuellen Finanzierung haben wir gar keine Möglichkeiten, jetzt in der Fläche einzelne Maßnahmen umzusetzen, Blindenleitsysteme oder taktile Handlaufschilder anzubauen. Jetzt ist, welche Frage ist noch übrig geblieben bei Ihnen, die Sie noch nachreichen wollten? Wolmirstedt. Wegeleitsystem Wolmirstedt. Okay, und dann war ja noch eine explizite Frage zu den verschiedenen Bahnhöfen. Ja, Moment, Also Wolmirstedt ist schon richtig, das ist der Nahverkehr. Ich hatte aber auch den Fernverkehr, also Stendal, angesprochen, ICE halt. Und ich muss noch mal dazu sagen, dass diese beiden Bahnhöfe von überhaupt keine Barrierefreiheit verfügen. Also da ist kein Fahrstuhl vorhanden. Darum habe ich gefragt, gibt es da eine Priorisierung für solche Art von Haltepunkten bzw. Bahnhöfen? Bitte, und dann könnten Sie vielleicht auch ganz kurz noch mal zu dem, was ich gefragt hatte, gibt es eine Standardisierung in diesem Bereich? Mit einem Satz. Also tatsächlich ist es so, es gibt eine Standardisierung, insbesondere die europäische Verordnung, TSI-PAM nennen wir sie, zur Interoperabilität im Eisenbahnverkehr bzw. zur Barrierefreiheit. Die gibt uns sehr klare Vorgaben, wie wir die Barrierefreiheit umsetzen sollen oder müssen. Das wird auch abgeprüft und ist letztlich auch Voraussetzung dafür, dass eine Station überhaupt in Betrieb gehen kann. Zu Stationen, die jetzt noch nicht barrierefrei sind, da muss ich davon ausgehen, dass die vor sehr langer Zeit irgendwann mal erneuert wurden. Das heißt, die nächste Erneuerungswelle im Sinne von technischem Bedarf, die steht erst noch bevor. Ja, also der Bahnsteig ist halt noch nicht den Zustand erreicht, im negativen Sinne den Zustand erreicht, dass er jetzt dringend anderen Projekten vorgezogen werden muss. Und demzufolge würde man da, ich habe es vorhin versucht zu erläutern, aus dem Bestandsfinanzierung, wo wir quasi immer dann, wenn technischer Bedarf ist, erneuern, aus diesen Mitteln können wir diesen Bahnsteig vorher gar nicht machen. Reicht Ihnen das, Herr Behrens, als Antwort? Also hier in dem Fall fehlt ja ein Aufzug
Der fehlt ja. Und das ist die Frage der Mittel. Wenn Sie die, so wie ich Sie verstehe, haben Sie nur so wenig Mittel zur Verfügung, dass ein Aufzug, um die Barriere frei zu schaffen, nicht möglich wäre, oder? So habe ich Sie jetzt verstanden. Genau. Also das ist, meistens ist es so, wenn man jetzt einen einzelnen Bahnsteig hat, einen Bestandsbahnsteig, jetzt würde man da ein Aufzugshaus reinsetzen, damit man einen Aufzug schaffen kann. Das ist in der Regel ist es wesentlich aufwendiger, als das im Rahmen von einer irgendwann mal anstehenden Erneuerung mitzumachen. Wenn Sie würden dann irgendwie im Bestand da rumbohren und da irgendwie Maßnahmen treffen, das ist extrem aufwendig. Und in dem Sinne, in der Regel wird das versucht, als Gesamtpaket zu machen, den gesamten Bahnsteig mit der barrierefreien Erneuerung zu machen. Wenn es natürlich Mittel gäbe, um die Barrierefreiheit herzustellen, unabhängig von diesen Komplettmaßnahmen, dann könnte man natürlich auch so eine Situation angehen. Das ist sicherlich richtig. Okay, vielen Dank. Also ich muss auch sagen, ich bin verwundert, dass ein ICE-Bahnhof keinen Aufzug haben soll. Aber jetzt würde ich erstmal weiter in der Reihe verfahren und gebe Frau Engel-Kuhn das Wort. Ja, ich würde noch mal gerne auf Ihre Frage, Herr Wagner, zurückkommen in Bezug auf den Einstieg in die Fernverkehrszüge. Sie sprachen ja auch von dem selbstständigen Einsteigen. Also das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet ja alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, sogenannte Programme zu erstellen, inwiefern sie barrierefrei werden. Wir haben das erste Programm 2005 erstellt. Mittlerweile sind wir im dritten, werden nächstes Jahr dann auch im vierten Programm arbeiten. Und im Behindertengleichstellungsgesetz steht ja auch drin, dass Betroffene angehört werden. Also wir haben die Arbeitsgruppe von Anfang an mit eingebunden. Also die Arbeitsgruppe diskutiert mit uns die Programme. Und das war beim dritten Programm beispielsweise 3 Runden, wo wir dann gemeinsam über die Themen sprechen. Und im ersten Programm wurde ehemals vereinbart, dass für die neuen Fernverkehrszüge eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe bestellt wird. Das ist mit den betroffenen Verbänden im ersten Programm so vereinbart worden. Und so ist es jetzt auch in den ICE 4 eingeflossen. Also so ein Zug, der Bestelllauf ist natürlich eine ganz lange Laufzeit. Man erarbeitet erst ein Lastenheft, dann wird es eine Ausschreibung geben. Dann verfeinert man das Ganze, dann arbeitet man gemeinsam an einem Zug, sodass es schon ein Zyklus von so circa 10 bis 12 Jahren ist, bis dann ein Fahrzeug dann auch auf der Schiene ist. Und das war bis dato die Grundlage, die Verpflichtung war im ersten Programm. Und im vierten Programm hätten wir dann die Möglichkeit, dass man darüber nachdenkt, in Zukunft einen niveaugleichen Einstieg in Zügen zu haben. Aber der ICE 5, der steht im Moment noch gar nicht an. Und auch mit den Zyklen, dann können Sie sich vorstellen, das wird noch eine ganze Weile so sein, dass halt mit einer fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe eingestiegen wird, so wie wir es im ICE 4 haben. Der ICE 4 wird ja jetzt in den nächsten Jahren weiter ausgerollt werden. Der wird auch die lokbespannten Züge letztendlich ersetzen. Und wenn dann die ICE-Generationen nicht mehr ins Redesign gehen, auch diese Generation, irgendwann steht dann auch der ICE 5 an. Ja, vielen Dank. Und Herr Schwarz, Herr Schwarz, würde ich bitten. Ja, also ich möchte vielleicht noch mal sagen, Mobilität ist ja ein Querschnittsthema und ist natürlich wichtig, damit Teilhabe von Menschen mit Behinderung möglich ist. Und wir sollten da alles tun, dass Barrierefreiheit möglich ist. Und vielleicht, bevor ich auf die Frage, die direkt an mich gestellt ist, da nochmal so sagen, wir sehen es einfach wichtig, dass es eine Art Masterplan gibt, auch über mehrere Jahre, wie Barrierefreiheit auch tatsächlich umgesetzt werden kann, weil, wenn man das, wie jetzt gerade von meinem Vorredner gehört hat, da 35 Jahre dauern soll, das ist natürlich für die Menschen, die heute auf Barrierefreiheit angewiesen haben, ein schwerer Trost. Also da kann man natürlich sagen, in 35 Jahren Barrierefreiheit zu verwirklichen, ist natürlich sehr, sehr lange. Wenn aber klar ist, wie die Schritte sind, wie Barrierefreiheit letztendlich da umgesetzt werden, ist das, denke ich, auch für die Menschen einfacher verständlich und vermittelbar. Und zweiten Punkt will ich nochmal, weil das auch nochmal angesprochen wurde zum Thema Zug- und Bahnsteighöhen. Auch da sehen wir, natürlich wird da viel getan und im Bereich der Bahnsteighöhen kann man auch diskutieren, ist das jetzt 76, 55, sind die 38 gut. Da sind wir leidenschaftslos. Nur
ist es wichtig, dass natürlich auch die Betreiber, die dann die Züge auf die Schiene stellen, natürlich dann das entsprechende Wagenmaterial haben. Und da hapert es oft, dass eben der Zug nicht zum Bahnsteig passt oder umgekehrt und hier es dann zu Problemen kommt. Und da ist einfach, sehen wir, dass dort größerer Abstimmungsbedarf notwendig ist, dass das eben auch möglich ist. Das findet, das muss man auch lobend erwähnen, in der programmbegleitenden Arbeitsgruppe statt, wo wir auch mitarbeiten. Und das ist ein wichtiges Gremium, das, wenn mir das erlaubt ist, an der zu sagen ist, viel mehr gestärkt werden soll, anstatt so diskutiert zu werden, wie man dort vielleicht Einsparungen vornehmen kann. Vielleicht noch zum Thema ICE4. Natürlich, ich habe es vorhin gesagt, ist wichtig, aber um das auch bedienen zu können, nochmal Schulung von Personal an der Stelle ist wichtig. Jetzt die Frage, die direkt an mich gerichtet wurde, nochmal, ist so eine Umgestaltung, wie ist das, wie wird das gemacht? Wir sehen da schon, dass sich die Bahn hier sehr engagiert, dass sie auch die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen fördert und unterstützt. Das ist mal, läuft das mal sehr gut. Manchmal ist das eher am Ende einer Umbaumaßnahme. Da wäre natürlich auch wichtig, wenn systematisch geklärt ist, dass die Beteiligten vor Ort von Anfang an mit involviert sind, damit sie ihre Erfahrungen von ihrem Bahnhof letztendlich da auch einbringen können. Und das ist einfach ein Wunsch, dass die Einbeziehung der entsprechenden Akteure vor Ort von Anfang an sichergestellt werden kann. Genau. Vielen Dank. Herr Schmitz, bitte. Ja, vielen Dank. Ich wollte die Frage gestellt von Herrn Burkhardt, was schnelle Maßnahmen sind, Mikrofon, die wir umsetzen können. Ja, das Mikrofon, bitte. Sorry, danke. Dann fange ich nochmal an. An mich wurde die Frage gestellt, was schnelle Maßnahmen sein können vom Herrn Burkhardt, die wir umsetzen können. Wir haben eben gerade diese Diskussion schon rausgehört, bauen geht nie schnell, das muss gut geplant werden und ich glaube auch strategisch gut abgestimmt werden, welche Maßnahmen man angehen möchte und wie man sie angeht, damit es eben auch ein allgemeines Verständnis hat und man nicht in den Planungsprozessen das immer wieder diskutiert. Deswegen aus unserer Sicht schnelle Maßnahmen eher Maßnahmen, die im digitalen Bereich liegen, in dem Bereich des Routings, im Bereich der Reisevorbereitung, der Reiseunterstützung. Dazu gehört natürlich, aber wie gesagt, das ist das Bauen, dass die Infrastruktur da ist, dass ich überhaupt einsteigen kann, überhaupt auf den Bahnsteig komme. Aber nochmal, um was ich schnell machen kann, sind im Prinzip jetzt Maßnahmen im digitalen Bereich. Hier hat das BMVI mit den Ländern ja auch das Delphi-Plus-Programm initiiert, bei dem man eben jetzt versucht, Daten zusammenzufassen und zu standardisieren. Das war auch Ihre Frage vorhin, dass man eben die gleichen Daten zusammenführt, um eben mit einer deutschlandweisen Reiseauskunft dann auf einem gleichen Datenpool zurückgreifen kann und diese Daten eben auch zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, das ist noch im Aufbau, das entwickelt sich weiter, das halten wir aber für einen sehr effizienten Schritt. Genauso hat das BMVI ein Forschungsprojekt unterstützt, bei dem wir digitale Schnittstellen zwischen mobilen Endgerät, der Haltestelle und dem Fahrzeug entwickelt haben mit dem Fraunhofer-Institut in Aachen. Und damit dann auch Daten von dem Fahrzeug, wo fährt es hin, welche Linie ist es, wann kommt es, ist es zu spät und so weiter, eben auch auf ein mobiles Endgerät übertragen können. Und ich bin der persönlichen Meinung, dass die Nutzung von mobilen Endgeräten sehr sinnvoll ist, weil dort kann jeder entsprechend seinen Fähigkeiten Sonder-Apps aufspielen, wie er dann auch diese Informationen verarbeiten kann. Deswegen glauben wir, dass wir eben diese Datenaufbereitung, die Bereitstellung an Haltestellen, an Fahrzeugen, an den Fahrgast, im Fahrzeug an den Fahrgast, als sehr hilfreiche Maßnahme sein könnte, um eben hier individuell auch reagieren zu können. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz. Und Herr Wendorf hat das Wort. Ja, zu der Frage mit Erfahrungen mit anderen ICEs, dazu muss ich erstmal erläutern. Ich weiß irgendwann schon nicht mehr, mit welchem ICE ich dann fahre. Es sind ja immer unterschiedliche Baureihen, die wechseln sich sehr schnell ab. Ich bin heute mit dem ICE 1 hierher gekommen. Das war wieder sehr erfreulich und ich hatte leicht etwas Feuchtigkeit in den Augen, als ich den breiten Gang gesehen habe in dem Zug. Das ist der einzige Zug, von dem ich sagen kann, mit dem kann ich mit dem Rollstuhl bedingungslos fahren.
Wir haben jetzt gerade, ich habe in den Schreiben an den DB, das ist auf Seite 18 der gesamten Stellungnahmen, schon darauf hingewiesen, auf ein Szenario hingewiesen, vor dem ich Angst hätte, nämlich wenn ein Zug irgendwie in Brand gerät. Es ist jetzt passiert, ein Zug ist in Brand geraten. Ich weiß nicht, was dort passiert ist und wie ich mit meiner Frau aus einem modernen ICE mit Rollstuhl herausgekommen wäre. Wir haben heute wieder, heute bei mir in der Presse, gestern ist wieder ein ICE, der fünfte in diesem Jahr in unserer Gemarkung in Hildesheim gestrandet. Aber beim vorletzten Mal musste die Feuerwehr eine Rampe bauen aus Holzgestell, um einen Elektrorollstuhlfahrer bergen zu können. Jetzt haben sie Gott sei Dank eine Rampe gehabt und konnten dann umsetzen. 3 Stunden hat das gedauert. Das sind Erfahrungen, die kann ich einfach nicht mehr schildern und ich möchte sie nicht erleben. Bei dem IC1 habe ich ein besseres Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte es ja geschildert, die neuen ICEs mit dem Rollstuhl, selbst mit abgebauten Laufrädern kommt man nicht durch die Gänge. Und ich kann also meine Frau guten Gewissens nicht in diesem Zug transportieren lassen, weil ich nicht weiß, wie ich sie retten kann oder retten lassen kann. Wir hatten jetzt das Vergnügen, meinen letzten Reisebericht hatte ich Ihnen geschrieben, eine Reise von Kiel. Gut, Wetterkapriolen hin und her, ist alles okay, aber dann kamen wir in einen ICE neuerer Bauart in Hamburg. Der war nicht eingeplant. Auch nach Kiel fährt an sich der ICE 1, den ich mit gutem Gewissen genutzt hätte. Aber wir kamen in einen neuen ICE und dort waren genau diese Probleme wieder. Ich habe sie geschildert, ich bin mit meiner Frau dort geblieben, in dem Behindertenbereich, habe mich nicht davon gerührt. Ein anderer Herr hat es versucht, mit dem Kinderwagen durchzufahren durch den Zug. Er kam nicht durch. Also das sind meine Erfahrungen, Herr Gerstel, die ich mit den anderen ICEs bisher gemacht habe. Der einzige für mich, tut mir leid, ist wirklich der alte ICE 1, in dem wir auch erster Klasse haben. Das ist mir das nächste Problem. Da hat man mir gesagt, ja, Sie können ja zweiter Klasse, das ist kein Problem, dann fahren Sie zweiter Klasse. Ich habe immer erster Klasse gebucht. Hätte ich gar nicht gemusst, das wusste ich gar nicht. Aber das kam mir auch nicht darauf an, auf den Preis. Sondern es kam mir darauf an, dass ich gewisse Annehmlichkeiten haben wollte. Und warum soll ein Behinderter und ein Rollstuhlfahrer nicht auch in einem ICE erster Klasse fahren können, wenn er es wünscht? Und ich habe auch darauf hingewiesen, in der Schweiz gibt es das offensichtlich, inzwischen gibt es dort Rollstuhlplätze in Speisewagen. Wenn mir sagt bei der Bahn, das können wir doch Ihnen servieren, das wusste ich nicht, dass man mir das im ICE 1 servieren kann, in der zweiten Klasse oder in anderen ICEs. Warum kann man in der Bahn mit einem Rollstuhlfahrer in einen Speisewagen, warum kann ich das bei der DB nicht? Hinzu kommt, das habe ich auch dargestellt, wenn ich zweiter Klasse fahre und buche, habe ich keinen Zutritt zu der DB Lounge. Und diese DB Lounges sind auch ein Segen, können ein Segen sein, auch für Rollstuhlfahrer. Aber er kommt nicht hinein, es sei denn, man sagt mir, doch, ihr kommt rein. Als Rollstuhlfahrer kommst du auch mit zweiten Klasse Fahrausweis rein. Das ist mir nicht bekannt. Also soweit die Erfahrung, Herr Gerstel, zu den anderen Zügen. Ich bleibe bei dem ICE 1. Entschuldigung. Okay, vielen Dank. Dann Herr Professor Barfuß und dann würde ich Herrn Dr. Leitner noch das Wort geben wollen. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt anbringen, der bisher nur indirekt erwähnt wurde zum Thema nachhaltige Mobilität. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand verlässt sein Zuhause, um im Zug zu fahren, ein Mensch mit Behinderung oder auch Familie mit Kinderwagen, ich habe selber Kinder, ich habe die gleichen Probleme immer, oder jemand mit Rollator oder anderen Gehhilfen und wir haben einen demografischen Wandel, da kommen wir alle schneller hin, als wir jetzt denken, dann gehen die von zu Hause aus weg, gehen vielleicht in den Bus, in die Straßenbahn, steigen dann wieder um, steigen in den Zug, steigen vielleicht unterwegs auf der Strecke ein-, zweimal um, sind dann wieder am DB-Bahnhof und gehen wieder in die Straßenbahn rein, um dorthin zu kommen, wo sie hin müssen oder hin wollen. Und auf der anderen Seite, Thema nachhaltige Mobilität, möchte ich Sie daran erinnern, die Automobilindustrie und die IT-Branche dieser Welt arbeiten an selbstfahrenden Autos, den autonomen Fahrzeugen. Das kommt schneller, als wir alle meinen. Ich bin selber auch in der Autobranche. In 3 bis 5 Jahren, technisch geht es jetzt schon. Jetzt stellen wir uns mal das gleiche Szenario vor, wie das in Zukunft aussehen könnte. Anstatt dieses Brimborium zu machen, dass ich öfters umsteigen muss und wie hoch sind die Gehsteige oder die Bahnsteige, bestelle ich mir per App ein Fahrzeug,
das vor meine Haustüre hält. Ich muss die App gar nicht betippen können. Also selbst wenn ich nicht lesen kann und nicht sehe, dann mache ich das über Spracherkennung. Und dann sage ich dieser App, wo ich hin will, ich steige nur einmal aus, da fährt hinten die Rampe runter, man stellt sich einen VW Caddy vor, der autonom fährt. Und dieses Fahrzeug bringt mich ohne Umsteigen an das Ziel, wo ich möchte. Das ist vielleicht für Langstrecke noch nicht ganz so gut, aber auch da werden wir hinkommen. Und dann laufen wir alle die Gefahr, dass es zwar für die Menschen besser wird und ich gönne das jedem und ich werde auch älter oder wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, das in Ordnung. Aber dann ist die Alternative zu dem, was wir gerade hier besprochen haben, ist, ich fahre individuell mobil mit einem selbstfahrenden Elektroauto in 3 bis 5 Jahren. Und dann stellen wir fest, dass wir hier 35 Jahre brauchen, bis jeder Bahnsteig umgebaut ist, dass wir Milliarden investieren und die Leute dann, weil es viel bequemer ist, ich wiederhole, ich gönne es jedem, das werde ich dann auch so machen, viel bequemer ist, dann doch mit dem Auto fahren. Das heißt, wir sollten jetzt oder wir dürften jetzt schon mal dran denken, was für technische Möglichkeiten gibt es in 3 bis 5 Jahren und macht das alles, was wir hier diskutieren, dann noch Sinn? Oder wäre es nicht besser, jetzt schon nachzudenken, ob wir uns gedanklich jetzt schon darauf einstellen, was in 5 Jahren technisch möglich wäre? Und noch ein zweiter ketzerischer Ansatz. Ich weiß, ich bin hier versehentlich eingeladen worden, dann habe ich keinen Ruf zu verlieren. Die Deutsche Bahn kann natürlich nur so viel Geld ausgeben, wie sie hat. Und die haben ihren Topf Geld und da muss man Personal bezahlen, Fortbildung, neue Software, neue Züge, Streckenausbau. Man kann einfach nicht mehr ausgeben, als man hat. Die Deutsche Bahn gehört dem deutschen Staat. Und das entscheidet die Politik, wie viel Geld die haben. Und am Endeffekt könnte man ja, ich bin gleich fertig, sagen, die Bahn ist nicht dafür da, jedes Jahr ein paar Milliarden an Haushalt zu überweisen, sondern ich entscheide mich ganz bewusst, auch Thema Klimawandel, dafür, dass ich zwar Verluste fahre, aber dafür ist man deutschlandweit bis in das kleinste Dorf barrierefrei mobil. Das wäre eine ganz andere Idee der Bahn. Dann muss man sie aber auch bitteschön entsprechend finanziell ausstatten, auch den Nahverkehr in den Bundesländern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Baufuß. Jetzt haben Sie natürlich ganz viele Themen aufgemacht, von der Bahnfinanzierung bis zur Effizienz der Ausgaben, die die Bahn tätigt, über autonomes Fahren. Herr Dr. Leitner, erst einmal und dann war an Herrn Wendorf noch eine Frage, die noch nicht beantwortet war. An die Deutsche Bahn. Okay, ja. Aber erst mal Herr Dr. Leitner, bitte. Okay. Vielen Dank. Es liegt nahe, dass man sich bei Gesprächen über Barrierefreiheit zunächst einmal auf die ganz besonders dringenden Engpasssituationen konzentriert. Ich möchte noch mal dafür plädieren, wenn wir von Barrierefreiheit beim Reisen oder im Schienenverkehr sprechen, den gesamten Reiseweg aus der Sicht der Betroffenen nicht aus dem Blick zu verlieren. Ein Beispiel, es ist mehrfach das Wort gefallen, Blindenleitsystem. Einmal ganz abgesehen davon, dass diese Systeme nicht einheitlich sind, sie befinden sich in der Regel auch nur auf dem Gelände des jeweiligen Verkehrsträgers. Das heißt, die Blindenleitsysteme bei der Deutschen Bahn enden an der Bahnhofstür und beginnen dort. Sie führen nicht weiter bis zur nächsten Bushaltestelle oder bis zum Taxihalteplatz. Das hängt natürlich zusammen, dass das dann nicht mehr Bahngelände ist. Aber das ist aus der Sicht des Betroffenen, der einen barrierefreien Reiseweg haben will, entsteht hier die erste Barriere. Und in Berlin am Hauptbahnhof hält man mir dann oft entgegen, ja wieso, da führt doch ein Streifen von der Tür bis zur Bushaltestelle. Ja, das ist ein grauer Streifen, also bewusst nicht für Sehbehinderte gemacht, nicht kontrastreich. Den hat offensichtlich der Berliner Senat aufgetragen, seinen Touristen zuliebe, damit die den Weg von der Bahnhofstür zum Bus auch finden. Warum macht man das dann nicht gleich kontrastreich und taktil, sodass diejenigen, die Barrierefreiheit brauchten, das auch nutzen können? Und ich wiederhole nochmal, Barrierefreiheit herzustellen, kostet Geld und zwangsläufig auch Zeit. Was wir sehr schnell machen können, sind barrierefreie Websites, denn jede Reise beginnt mit der Information darüber. Und was auch machbar ist, ist die Ausweitung des Systems Reisen für alle auf alle Verkehrsträger, sodass die Betroffenen zumindest verlässliche Informationen darüber haben, was sie vorfinden an Barrieren oder Barrierefreiheit, um dann auf einer verlässlichen Informationsgrundlage selbst organisieren zu können, hier brauche ich Hilfe und an anderen Stellen kann ich das vielleicht alleine bewältigen. Danke. Vielen Dank. Jetzt noch mal die Frage zur Deutschen Bahn, die noch nicht beantwortet worden ist.
Genau, ich wollte mal auf meine Frage zurückkommen an Frau Engel-Kuhn, was die engen Züge betrifft. Herr Wendorf hat es ja jetzt nochmal geschildert, die Problematik mit den neuen Zügen, wo die Gänge einfach schmaler sind, was eine Verschlechterung ist für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind. Welche Überlegungen liegen denn der Deutschen Bahn zugrunde, die Züge so zu gestalten, also mit diesen engen Fluren? Ist es nicht sinnvoller, Züge so zu planen, dass auch mobilitätseingeschränkte Menschen auch gut durch den Flur kommen? Also auch der Herr Dr. Strohkart hat eben ja schon die europäische Verordnung TSI-PRM angesprochen. Die gilt auch für die Gestaltung von Fahrzeugen. Auch dort sind für uns die Grundlagen hinterlegt. Also es gibt Maße, die eingehalten werden müssen und die sind auch in den Zügen eingehalten. Sonst wird der Zug vom Eisenbahnbundesamt nicht zugelassen, dass er fahren darf. Und wir haben auch in den Programmen gemeinsam mit den Betroffenen Standards entwickelt für die barrierefreie Gestaltung, also Wendekreise oder auch wenn es jetzt um Kontraste geht, DIN-Werte und alles, die werden dort überall nachvollzogen und auch befolgt. Also da gibt es keine Dinge, wo wir dann sagen, letztendlich, ja, die setzen wir nicht um. Also die sind in den Fahrzeugen umgesetzt entsprechend. Und für Rollstuhlfahrer, also der Bereich gerade im ICE 4, der ist sehr, sehr großzügig gehalten. Ja, das haben selbst die Rollstuhlfahrer gesagt, hier macht es Spaß zu fahren, weil hier ist sehr, sehr viel Platz. Und wenn wir mit dem Faltrollstuhl unterwegs sind, wäre theoretisch sogar noch mehr Platz als nur für 4 Rollstuhlfahrer, ja, weil wir einfach uns zum Teil auch umsetzen können und Sonstiges. Also der Bereich ist nicht kleiner geworden oder der Wendekreis ist nicht mehr machbar. Ja. Was wir haben in den Zügen, sind mehr Sitzplätze generell in den Zügen. Ja. Dadurch, nehme ich an, haben Sie den etwas engeren Eindruck. Aber dort, ob das jetzt die behindertengerechte Toilette ist, ob es die Rollstuhlstellplätze sind, dort werden ganz normal die gängigen DIN-Normen und TSI-PRM-Werte eingehalten. Vielen Dank. Jetzt ist die Bundesregierung hier. Möchte die sich noch zu Wort melden? Nein. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir noch mal eine kurze zweite Runde machen mit den Abgeordneten. Herr Gastel? Ja, meine Frage mit den Aufzügen ist noch nicht beantwortet. Also die Frage zweite Aufzüge bzw. Okay, auch diese 97%. Genau. Zweite Aufzüge. Okay, dann würde ich noch mal eine Antwort mich hervordrängeln. Also grundsätzlich ist es so, dass bei den Bahnsteig- oder Bahnhofsstationen oder bei den Stationen bei der Finanzierung ist ein ganz großer Teil der Finanzierung ist natürlich der Bund, aber es ist auch so, dass durchaus üblich ist, dass das Land oder die Kommunen sich beteiligen an der Finanzierung. Und das betrifft eben oftmals auch einen barrierefreien Ausbau. Ohne dass ich jetzt Experte für Förderrecht bin, würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen wollen, dass wenn eine Kommune sich darauf besonders, also das auch mit unterstützen würde, dass ein zweiter Aufzug möglich ist. Grundsätzlich sieht man mindestens im Hauptbahnhof, dass pro Gleis oder pro Bahnsteig ja auch mehr als ein Bahnsteigaufzug schon mal gebaut wurde. Demzufolge scheint es ja grundsätzlich möglich zu sein. In der Regel ist es oder oftmals ist es so, gerade bei den kleinen Stationen, dass sich die Länder und die Kommunen da durchaus beteiligen. Finanziell beteiligen. Okay, jetzt waren die Sachverständigen recht lange dran. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen noch eine kurze zweite Runde mit den Abgeordneten, wenn das auf Zustimmung stößt. Und würde wieder bei der CDU anfangen. Herr Behrens, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Eine an Herrn Schmitz. Sie hatten vorhin ausgeführt, dass so Reiseketten erarbeitet werden für die Reisenden. Wenn Sie diese erarbeiten, wird da Bezug genommen auf die Reisedauer? Weil Sie müssen ja doch auf unterschiedliche Strecken zurückgreifen. Wenn wir diesen DB-Navigator nehmen, dann haben wir ja immer eine Reise vorgegeben, die ja eine günstige Zeit hat. Also nochmal speziell für Barrierefreiheit diese Reiseketten. Und die zweite Frage wäre nochmal an Frau Engel-Kuhn. Wurde fast schon in der Diskussion beantwortet. Ich wollte wissen, im Fernverkehrsbereich, wie viele Rollstuhlplätze vorhanden sind und wahrscheinlich jetzt nach welchem Standard. Es sind ja Züge, die schon länger laufen, beziehungsweise die erst relativ neu eingesetzt sind. Also wie viele Rollstuhlplätze in diesen Fernzügen? Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Wiele. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf
die Breite der Gänge in den Zügen zu sprechen kommen und auf Rettungsmöglichkeiten. Die Frage richtet sich dann naturgemäß an Frau Engel-Kuhn. Und was die Breite der Gänge anbetrifft, Sie haben jetzt die TSI-PRM erwähnt, der entspricht, so ich es verstanden habe, der ICE 4. Jetzt haben wir ja auch noch andere Zuggenerationen. Also Herr Wendorf hat ja ganz lobend erwähnt den ICE 1. Aber wir haben ja noch den ICE 2. Gut, der ist praktisch baugleich mit dem ICE 1, aber kürzer. Dann haben wir den ICE 3 und den ICE T. Und wie verhält sich es denn dort bezogen auf die TSI-PRM? Also ist die da eingehalten oder nicht? Die Züge sind möglicherweise älter als die TSI-PRM. Gibt es Möglichkeiten, da irgendwas nachzubessern, nachzurüsten? Also zum Beispiel, wenn der ICE 3 ins Redesign geht, ändert sich da was oder nicht? Und die zweite Frage betrifft dann jetzt Rettungsmöglichkeiten. Wir hatten das Beispiel mit dem Zugbrand vom letzten Freitag ja schon erwähnt bekommen. Ich habe in den Berichten vom letzten Freitag auch zitiert gesehen, Aussagen, ja, wir hatten Glück, dass da keine Rollstuhlfahrer und keine Kinder wegen im Zug waren. Gibt es denn bei der Deutschen Bahn da Maßnahmen oder jedenfalls Planungen, um auch für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste Rettungsmöglichkeiten zu schaffen? Also es muss ja gar nicht mal so ein dramatischer Fall sein wie am letzten Freitag. Es kann ja auch, es reicht ja eigentlich, dass ein Zug irgendwo liegen bleibt und Umstieg auf einen Ersatzzug passieren muss. Zum Teil gibt es ja so Brücken, die man zwischen den Zügen bauen kann, aber das ist ja je nach Abstand der Gleise vielleicht auch nicht immer möglich. Deshalb ist diese Frage wahrscheinlich ein ziemlich weites Feld und Sie werden gar nicht alles darstellen können, aber so einen kurzen Abriss, über den würde ich mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Burkhardt, bitte. Ja, darf ich erst einmal sagen, Herr Wendorf, der ICE 1 geht ja ins Redesign, von daher wird in meiner Heimatstadt in Nürnberg gemacht. Von daher können es noch 10 Jahre, dann ist er am Ende nach 40 Jahren Laufzeit den noch nutzen. Und Herr Professor Barfuß, ich will Ihnen nur sagen, wir haben einen Finanzierungskreislauf. Also es ist nicht so, dass wir den Bundeshaushalt mit Mitteln umsetzen und Gewinnen der Deutschen Bahn AG entlasten. Also beileibe nicht, sondern das ist schon geregelt. Natürlich kann man immer mehr Geld ausgeben für die Schiene, da stimme ich Ihnen zu. Ja, Herr Schmitz, in aller Kürze, die Fahrgastrechte würde ich nochmal ansprechen. Der Herr Leitner ist ja schon darauf eingegangen. Da hat ja die Deutsche Bahn AG aktuell was gemacht. Es gibt einfache Sprache, es gibt im Internet einiges. Jetzt die Frage an Sie, Herr Schmitz, reicht es aus? Haben wir Nachholbedarf oder wie bewerten Sie das? Und an den Herrn Schwarz noch einmal zu der Thematik Ein- und Ausstiegshilfen, also die Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denke ich, ist angekommen bei der Frau Engel-Kuhn. Ich gehe jetzt mal in die Abendstunden. Ich weiß, dass wir da besondere Probleme haben. Vielleicht können Sie ja da nochmal Missstände sicherlich aus Ihren vielen, vielen Beispielen darlegen und welche Möglichkeiten Sie sehen, dass wir gerade vielleicht im Bereich der Abendstunden auch was machen. Vielen Dank, Kollege Herbst. In aller Kürze nur eine kleine Frage. Ich glaube, Herr Schwarz hat es angesprochen, das Thema Barrierefreiheit bei Flixtrain. Beim Deutschen Bahnwettbewerber, ich glaube, Flixtrain gibt es selbst an, dass man bis 65, 75 cm Rollstuhlbreite Barrierefreiheit ermöglicht. Sie haben gesagt, das gibt es nicht. Gab es da Gespräche mit dem Unternehmen oder wie kommt man zu der Erkenntnis? Vielen Dank. Und der Kollege Wagner, bitte. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf die Stufenfreiheit von den Bahnhöfen. Frage an die Frau Engel-Kuhn. In Ihrem Bericht ist ja die Rede von 77% der Bahnhöfe, dass die stufenfrei sind. Da würde mich interessieren, heißt stufenfrei auch tatsächlich stufenfrei? Das heißt, dass es keine Stufen gibt? Oder gilt da noch die Vereinbarung, die es mal gegeben hat zwischen DB und dem Bundesverkehrsministerium, dass Bahnhöfe mit weniger als 1000 Reisenden pauschal als stufenfrei zu bezeichnen oder bezeichnet werden können. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, ist vorher schon angesprochen worden, Barrierefreiheit im Web. Und es ist ja geplant, eine App, DB Barrierefrei, zu veröffentlichen. Ich habe gelesen, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Mich würde interessieren, wann mit einer Veröffentlichung der App, wann damit zu rechnen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Kollege Gastel, bitte.
Ich muss noch mal kurz auf die erste Runde zurückkommen, weil die Beantwortung mit den Aufzügen an den Bahnhöfen jetzt nicht wirklich zufriedenstellend gewesen ist. Denn es ist ja nicht die Aufgabe der Länder oder der Kommunen, Bahnhöfe zu bauen. Und ich habe hier ganz speziell von Bahnhöfen mit hochfrequentierten Bahnsteigen gesprochen. Und da ist dann noch viel weniger eine kommunale oder Landesaufgabe drin zu sehen. Die Frage, die ich aber an die Deutsche Bahn jetzt in dieser Runde noch stellen möchte, ist die Frage, die wahrscheinlich überwiegend im Bereich Regionalverkehr auftritt, dass nämlich oft nicht vorhergesagt werden kann, was für eine Zugart kommt. Es gibt Regionalzüge mit Stufen am Eingang und es gibt welche, die keine Stufe haben. Und wenn jetzt jemand im Rollstuhl reisen möchte, kann man über die App, im Internet oder wie auch immer nicht erfahren, welcher Zug kommt. Es ist immer ein Glücksspiel. Ich habe eine Bekannte, die im Elektrorollstuhl sitzt, die sich mehrfach die Woche von der Deutschen Bahn auf Kosten der Deutschen Bahn mit dem Taxi befördern lässt, weil der falsche Zug kommt. Die will das aber gar nicht, sie möchte gerne Bahn fahren. Und da möchte ich schon gerne wissen, warum es so schwer ist, zu sagen, welcher Zug als nächstes kommt, welches Modell das ist, warum das nicht erfasst und in der App ausgewiesen werden kann. Und die zweite Frage habe ich an den Herrn Leitner. Ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrungen haben und schildern können, wie diese Erfahrungen aussehen, was das Reisen in Gruppen von Menschen mit Behinderung mit sich bringt. Was da gut funktioniert, was da nicht gut funktioniert, was verbessert werden müsste. Ich habe jetzt so einen konkreten Fall vor Augen, eine Familie mit einem Kind im Rollstuhl, wo es nicht möglich war, im ICE die Familie gemeinsam zu reservieren, dass sie gemeinsam zusammensitzen kann, sondern das Kind saß dann an dem Platz, der für Rollstuhlfahrer vorgesehen ist, und die Familie saß woanders, weil es nicht möglich ist, einen Sitzplatz für Menschen ohne Behinderung direkt neben dem Sitzplatz für Menschen im Rollstuhl zu buchen. Das passt nicht zusammen vom Buchungssystem. Das könnte ein so Beispiel sein, aber vielleicht können Sie auch noch das ein bisschen schildern, wie das insgesamt so ist, wenn man in der Gruppe mit Menschen mit Behinderung mit der Bahn reisen möchte. Vielen Dank, Herr Gastel. Ich komme jetzt gleich zu den Sachverständigen, würde jetzt auch die andere Runde mit einläuten, dass die Sachverständigen jeweils noch mal Themen aufrufen können, bei denen Sie meinen, dass sie jetzt noch zu kurz gekommen sind, und die Abgeordneten dann darauf auch interaktiv reagieren können. Und würde als allererstes der Deutschen Bahn das Wort geben. Ja, während Sie fragten ja noch mal zur Anzahl der Rollstuhlstellplätze. Also nur im ICE haben wir 4, in den anderen Vorgenerationen in aller Regel 2. Und beim ICET haben wir nur einen. Das ist ja eigentlich der kürzeste, der die wenigsten Wagen dann auch entsprechend hat. In der TSI-PRM ist jetzt ja auch festgelegt, entsprechend nach der Länge der Züge, auch die Anzahl der Rollstuhlstellplätze, so wird es auch zukünftig umgesetzt werden. Und Sie haben ja auch die Frage, ja, die älteren Züge letztendlich, ja, die TSI-PRM war ebenfalls noch nicht in Kraft gewesen, ja. Und dann ist natürlich bei den älteren Zugmodellen sind andere Rahmenbedingungen zugrunde gelegt, als letztendlich jetzt in den neuen Produkten, wo die TSI-PRM dann auch zulassungspflichtig ist. Entsprechend. Genau, dann hatten wir, ich wollte nur auf den ICE-1 noch mal kurz eingehen, weil es da ja heißt, da ist es so großzügig. Die Rollstuhlstellplätze sind nur im ICE-1 in der ersten Klasse angesiedelt. Also die Rollstuhlstellplätze sind eigentlich klassenlos, ja. Und grundsätzlich ist auch nur ein Fahrschein der zweiten Klasse erforderlich. Den Am-Platz-Service, den gibt es dort, ganz klar, so wie im... Ja, und in unserer Broschüre steht es, auch unter bahn.de steht es auch entsprechend, haben wir das entsprechend kommuniziert. Und dort wurde es einfach nach dem Redesign ICE-1, war es einfach von der Anzahl der Plätze, wurden die Plätze, die Rollstuhlstellplätze dort angesiedelt, als man den Zug gedreht hatte. Und der ICE-1 hatte ja mehr Erste-Klasse-Wagen im Vergleich, um dort nicht zu viele Zweite-Klasse-Wagen zu Sitzplätze zu verlieren, hat man dort die Rollstuhlstellplätze angesiedelt. Genau, dann die Evakuierungskonzepte, das ist aufgrund der aktuellen Thematik auch ein ganz wichtiges Thema. Natürlich gibt es innerhalb der Bahn grundsätzlich Notfallkonzepte oder Evakuierungskonzepte. Und jetzt aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers gesehen, solange der ICE noch betriebsfähig ist, also wenn der ICE noch fahren kann,
dann fährt der Rollstuhlfahrer bis zum nächsten stufenlos erreichbaren Bahnhof. Wenn er alleine ist, in Begleitung eines DB-Mitarbeiters, und wenn er eine Begleitperson hat, ist die Begleitperson bei ihm, und der Rollstuhlfahrer muss nur dann evakuiert werden, wenn der Zug überhaupt nicht mehr fahrfähig ist, ja, oder ein sonstiger Notfall eintritt, dann wird der Rollstuhlfahrer in aller Regel vom THW, Feuerwehr, wer vor Ort ist, dann entsprechend dann auch fachmännisch entsprechend evakuiert. Ich weiß nicht, also Sie haben es vielleicht auch im Fernsehen gesehen, jetzt in den Medien, die Brücken, die Stege, die dort zur Evakuierung dann von einem Zug in den anderen gelegt werden, die sind relativ schmal, auch sehr leicht. Also sie müssen ja im Zug mitgeführt werden, die müssen auch in der Lage sein, ja, dass eine zierliche Zugbegleiterin, die vielleicht nur 50 Kilo wiegt, diese Leiter, diesen Steg genauso aufbauen kann wie ein Mann, der sehr viel mehr Kraft hat. So sind sie entsprechend ausgelegt, dass sie tragfähig sind für Personen, diese nutzen zu können, und ein E-Rollstuhlfahrer über diesen Steg zu evakuieren, ist auch nicht möglich. Aus dem Grunde sieht das Konzept dann halt diese zwei geschilderten Szenarien vor. Genau. So, ja, dann, ja. Ja, wir hatten ja noch das Thema, der Herr Wagner hat ja noch mal gefragt, wann die App eingeführt wird. Also die App können Sie schon aktuell downloaden im App Store, Google Play Store und Android. Offiziell wird sie am Freitag in der Pressekonferenz von Herrn Dr. Lutz vorgestellt werden, diese Woche am Donnerstag. Und dann ist die App schon entsprechend verfügbar. Dort haben Sie die Möglichkeit, dann Ihre Zugläufe zu verfolgen, und auch die Funktionsfähigkeit der Aufzüge ist dort nachvollziehbar. Also dass man am Startbahnhof und am Zielbahnhof beides zum Beispiel eingeben kann und kann schauen, als Rollstuhlfahrer oder Mutter mit Kind, mit Kinderwagen oder Reisende mit viel Gepäck, ist der Aufzug an dem Tag dann entsprechend funktionsfähig, an dem ich reise. Und Herr Gastel, Sie hatten ja noch mal das Thema mit den Nahverkehrszügen. Unter bahn.de, wenn Sie die Reiseverbindung eingeben, ist oftmals erwähnt das Attribut fahrzeuggebundene Einstiegshilfe. Das ist halt immer nur der Sollfahrplan, ja. Und gerade im Nahverkehr ist es oftmals so, dass morgens dann der Zug, der eigentlich im Einsatz ist, der hat irgendeinen Defekt, und dann wird ein anderer auf die Reise geschickt, und dann ist es dann entsprechend die Rollstuhlfahrerin, die Sie eben benannt haben, die dann dieses Problem dann hat. So trifft es dann auch mal den ein oder anderen Reisenden. Also das eine ist schon, wir kommunizieren das, aber die Realität sieht dann manchmal etwas anders aus. Und den Fall der Gruppenreise, den Sie angesprochen haben, da wäre ich dankbar, wenn Sie mir das schicken würden. Denn in aller Regel soll schon im Umkreis dann noch die Sitzplätze reserviert werden. Also den würde ich gerne mal nachvollziehen, den Sachverhalt. Da wäre ich dankbar, wenn Sie mir den zusenden würden. Frau Engelkuhn, vorhin war ja noch eine Frage aufgekommen wegen den Fahrzügen, Aufzügen, weil das ja, diese ganze App macht ja nur dann Sinn, wenn die Aufzüge auch funktionieren. Mhm. Die Frage vorhin auch, wie ist das denn mit der Zuverlässigkeit, also wie wird die denn gemessen? Ist das so wie bei den Verspätungen, oder also wie kommen Sie da auf Ihre 97? Wie die Station und Service das misst, da bin ich jetzt auch überfragt, das kläre ich aber gerne. Also die Aufzüge haben ja einen Sensor. Die haben alle Sensoren bekommen in den letzten beiden Jahren, auch die Rolltreppen, die melden sich selbst defekt. Ja, in dem Moment werden sie ja im System erfasst, und ich nehme an, das ist dann auch die Grundlage, wo dann letztendlich die Verfügbarkeit dann auch gemessen wird, weil im System habe ich ja dann hinterlegt die Verfügbarkeit dann an dem besagten Tag. Ich nehme an, daraus zieht das System dann diese Verfügbarkeitsrate. Könnten Sie uns das nochmal zukommen lassen? Mhm. Dankeschön. So, sind noch Fragen von der Deutschen Bahn offen geblieben? Herr Wagner? Ja, die Frage nach den Stufen. Ab wann gilt ein Bahnsteig stufenfrei, beziehungsweise der Bahnhof? Genau, also es ist so, dass die TSI-PRM, die ja mit den Behindertenverbänden auch in Europa entstanden ist, die eben die Vorgabe macht, dass jeder Bahnsteig über mindestens einen Zuweg verfügen muss, über eine Rampe oder einen Aufzug. Und das setzen wir um. Und ich hatte es vorhin versucht, ein bisschen deutlich zu machen, man kann natürlich darüber hinausgehen, wenn es da besonderen Bedarf gibt. Aber grundsätzlich zählen zu den stufenfreien Bahnsteigen eben alle Bahnsteige und nicht nur die, die größer sind als 1000 Reisenden. Das war die Frage. Genau, ja, okay. Okay. Aber jetzt war offensichtlich falsch verstanden die Frage. Also es geht tatsächlich, genau, die Antwort ist dann, so viel auf, man kommt auf den Bahnsteig, exakt auf den Bahnsteig,
Und in der Voraussetzung ist natürlich, dass man dann auch niveaugleich ins Fahrzeug reinkommt, ist natürlich, dass das passende Fahrzeug, also das Fahrzeug gemäß EBO, dann eben auch eingesetzt wird. Das heißt, dass ein Bahnhof stufenfrei ist, wenn auch tatsächlich keine Stufe da ist? Sie können reinrollen. Frau Bellmann, dazu gleich. Ja, ich habe nur eine ganz kleine Nebenfrage, die wird wahrscheinlich nicht nur für die Behinderten interessant sein. Sie haben vorhin gesprochen von den Apps, die Sie also dann demnächst schalten wollen. Meine Frage ist, funktionieren die auch offline? Es nützt mir ja nichts, wenn ich im Zuge sitze und die Live-Nachricht sozusagen haben will, ob ich am nächsten Bahnhof dann auch barrierefrei umsteigen kann. Und ich habe keine Internetverbindung, die habe ich in vielen Zügen nicht, trotz WLAN. Dann nützt mir die ganze App nichts. Welche Garantien können Sie da geben? Ich bin sehr oft unterwegs und ich arbeite im Zug immer, also das WLAN ist dort gut erreichbar und der Nahverkehr soll sukzessive auch mit WLAN ausgestattet werden, sodass wir davon ausgehen können, die Welt wird immer digitaler und Sie werden diese digitaleren Angebote auch immer besser nutzen können. Gut. Auch meine Erfahrung ist, dass nicht in allen Zügen das WLAN, naja gut, aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Ist das mit der Deutschen Bahn jetzt, sind alle Fragen beantwortet worden? Sehr schön. Dann kommen wir zu Ihnen, Herrn Schmitz. Ja, danke. Während Sie hatten gefragt nach der Reisekette. Das Thema Digitalisierung ermöglicht uns ja, wenn wir uns auf einen Datenpool einigen, den wir dann aufbauen, den unterschiedlich auszuwerten und verschiedene Algorithmen rüberzulegen. Und wir fangen jetzt, das wurde gerade von der DB ja auch gesagt, an, die Rolltreppen, die Aufzüge in die Datenpool mit einzufließen lassen. Das Delphi-Plus-Projekt, was wie gesagt vom Bund und den Ländern initiiert wurde, die Daten auch aufgreift und versucht, in einen Datenpool reinzubringen, sodass wir darüber dann auch über andere Algorithmen, andere Empfehlungen, Reiseempfehlungen geben können. Zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit einstellen können, wie lange brauche ich eigentlich beim Gleiswechsel, gehe ich langsam, schnell oder mittel, brauche ich Aufzüge, Rolltreppen oder sowas. Das kann man dann im nächsten Schritt mit einbauen und kann das eben auch in die Reiseplanung mit aufnehmen. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal überall diese Daten aufbauen, damit nachher überhaupt so ein Algorithmus dann auch Sinn macht. Aber daran wird gedacht. Ich denke, eine Rückfrage noch. Ja. Vielen Dank, Herr Schmitz. Ich habe das mal so ausprobiert anhand des Beispiels Stendal. Also wenn ich jetzt von Hannover nach Berlin nach Magdeburg will und nehme die günstigste Reisekette, dann muss ich eigentlich 1,5 Stunden länger fahren als Rollstuhlfahrer. Also war meine Frage. Wenn wir jetzt eine Reisekette machen und er kann sich auf dieser Navi-App 3 Stunden aussuchen oder 4,5 Stunden und er kann nur 4,5 Stunden nehmen. Für den normalen Passagier ist es eben 3,5 Stunden möglich. Also da müsste eigentlich meiner Meinung nach gesagt werden, jetzt müssen hier auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass er ähnlich so schnell wie jeder andere Passagier reisen kann. Ja, da sage ich mal, kann ich jetzt nicht widersprechen. Dann fängt es natürlich an im Thema Infrastrukturausbau und dann kommen wir wieder zu den Bereichen, die eben schon genannt wurden. Kann ich mich jetzt nicht weiter zu äußern, aber da hängen wir natürlich. Wir können digital Lösungen anbieten und Hilfestellung bieten für die Reisegestaltung. Aber die Reisegeschwindigkeit und die Möglichkeit des einen Aussteigens muss natürlich bautechnisch dann umgesetzt werden. Ja. Dann die zweite Frage, die mich gestellt wurde von Herrn Burkhardt zum Thema, wie gehen wir auch mit Menschen um, die Aufnahmeschwierigkeiten haben, die das System auch als komplex empfinden, das einfacher zu gestalten. Da sage ich mal, ja, das betrifft uns, glaube ich, alle. Wir würden alle froh sein, wenn die Tarife im Nahverkehr einfacher wären und vielleicht auch ähnlicher wären und man München, Hamburg, Osnabrück, was ich wo überall, ähnliche Situationen vorfinden würde. Das ist natürlich relativ schwierig, weil das ganze Thema kommunal organisiert wird und die Kommunen sich da eben lokale Gedanken machen, wie sie ihre Tarife gestalten möchten. Von der Seite her finde ich und wir es sehr spannend, alternativ dazu auch distanzabhängige Tarife zu entwickeln, Kilometertarife im ÖV,
sodass man dort eben ein Ausstiegssituationen abrechnen kann, Check-in, Check-out, B-in-B-out-Systeme entwickeln kann. Das ist auch noch technologisch machbar, aber auch noch relativ aufwendig. Aber auch daran wird gearbeitet, sodass eben auch diese Zugänge wesentlich einfacher werden. Das ist eigentlich zu dem Punkt. Ich hoffe, das war so Ihre Frage. Dann hätte ich gerne noch zwei Punkte, die ich mal so anmerken möchte. Hatten Sie ja noch darauf hingewiesen, weil ich noch Ergänzungen sagen dürfte. Ich finde das Thema Planfeststellungsverfahren und der Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren wichtig. Wir reden hier über Infrastrukturausbau. Je schneller das natürlich auch vom Planverfahren geht, desto einfacher geht es auch. Wir haben... Ja. Ach so, Entschuldigung, dann ziehe ich das... Nein, sagen Sie es. Passt zum Thema, auf jeden Gut, Fall. Gut, danke. Also das halten wir relativ für wichtig. Im Moment, danke, werterweise Ihrer Initiative ja auch, steht im Moment relativ viel Geld der Branche auch zur Verfügung, um Maßnahmen umzusetzen. Jetzt hängen wir in den Planfeststellungsverfahren. Wir haben dort auch zu wenig Personal. Das heißt, wir müssen dort gucken, dass wir dort schnell durchkommen und deswegen auch meine Bitte in der Richtung aktiv zu werden, damit wir dort eben schneller werden können. Dann wurde das Thema Ausleuchtung angesprochen, WLAN in Zügen, in S-Bahnen, wo immer, das ist alles schön und gut. Ich brauche aber auch eine Verbindung vom Fahrzeug in die Infrastruktur. Das heißt, ich brauche Sendemasten außerhalb. Hier finden ja gerade die 5G-Ausleuchtungsdiskussionen statt, die neuen Verteilungen von Netzfrequenzen. Da haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben als VDV. Auch hier nochmal die Bitte, der Hinweis, es wäre sehr wichtig, dass auch bei den neuen Netzverteilungen die Forderung kommt, dass die Netzstrecken, der Eisenbahnstrecken, genauso wie die Autobahnen ausgeleuchtet werden, damit einmal die Fahrgäste natürlich einen Internetzugang haben, aber eben auch die Eisenbahn eben ihre Betriebssicherheit darstellen kann und auch hier entsprechende Funk- und Datenübertragungen sicherstellen können. Ein weiteres Thema, virtuelle Haltestelle, ist auch angesprochen worden vorhin. Wir diskutieren hier über barrierefreies Reisen im, ich nenne es mal ÖPNV, Bus, Straßenbahn, Metro bis zur Eisenbahn. Wenn neue Mobilitätsformen kommen, die jetzt sich gewisse Vorteile rauspicken, wie Sie eben gerade angedeutet haben, dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit Inklusion um, wie gehen wir mit Barrierefreiheit um, werden wir hier mit unterschiedlichen Maßen messen in Zukunft. Das, denke ich, müssen wir uns auch ganz klar die Frage stellen, wie soll die Mobilität aussehen in Zukunft, was werden wir fordern und wie können wir das umsetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Herr Schwarz. Ja, die erste Frage, die an mich gestellt war, war nochmal die Frage an FlixTrain und von Ihnen, Herr Herbst. Wir haben zum einen natürlich die Informationen von unseren Mitgliedern erhalten, die gesagt haben, da ist ein neues Angebot, wir können es gar nicht nutzen, wir kommen gar nicht in diesen Zug hinein. Wir sind dann natürlich auch auf Flix Mobility zugegangen und gefragt, wie sieht das aus? Und da war dann auch die Rückantwort, wir haben nun mal diese Wägen und wir haben eben keine anderen barrierefreien Wägen, sodass eben es gar nicht möglich ist, dass dort vor allem Rollstuhlnutzer eben hineinkommen. Damit waren wir nicht zufrieden mit der Antwort, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, und haben dann auch noch mal mit dem Eisenbahnbundesamt hier gesprochen. Und auch im Hinblick darauf, dass es ja noch vier neue Linien im neuen Jahr gibt. Und was ich schon am Anfang gesagt habe, da war die Rückmeldung, das Eisenbahnbundesamt ist sozusagen nur für die erstmalige Zulassung der Wägen zuständig. Danach wird das Thema Barrierefreiheit nicht mehr geprüft. Also jetzt wird es natürlich nach der TSI-PRM entsprechend geprüft, aber sozusagen der Altbestand kann so lange fahren, bis er auseinanderfällt. Und auch im Rahmen der TÜV-Prüfung ist das kein Kriterium, wo Barrierefreiheit geprüft wird. Was wir natürlich schwierig finden, weil an dieser Stelle das alte Material plötzlich wieder irgendwie recycelt wird und auf die Schiene kommt, das ist, sage ich mal, gut, mag ja sein, aber man muss doch möglich machen können, dass zumindest ein Wagen auch barrierefrei an dieser Stelle ausgestaltet wird. Das Eisenbahn- und Bundesamt sagt uns, es hat hier an dieser Stelle keine Handhabung und deshalb
sicherlich den Appell hier an Sie in die Politik zu sagen, also Barrierefreiheit kann ja nicht nur sein. Also ich denke, das muss man mal ganz schön klar sagen, die Deutsche Bahn ist da ein guter Partner, muss noch viel noch tun, das ist auch klar, aber ist ein guter Partner an Barrierefreiheit. Bei Flix Mobility, das muss ich natürlich schon sagen, an der Stelle tun wir uns nicht nur da, sondern wer uns kennt, auch bei dem Bereich der Fernlinienbusse schwer. Aber deshalb wäre wirklich der Appell, hier auch das Eisenbahnbundesamt zu stärken, zu sagen, hier können auch Vorgaben zur Barrierefreiheit gemacht werden. Der zweite Punkt war, der Herr Burkhardt hat ihn gestellt, ist jetzt zwar nicht mehr im Raum, aber ich möchte die Frage trotzdem beantworten. Tourismusausschuss. Aber ich beantworte die Frage trotzdem. Das war nochmal die Frage, wie geht es in den Abendstunden in diesem Bereich zu? Es ist ja oft, gerade im ländlichen Raum, natürlich dann sozusagen der letzte Zug. Und was ist, wenn dort also Störungen letztendlich auftauchen, in der Regel Verspätungen auftauchen? Wie sieht es dann auch aus mit den Angeboten der Mobilitätszentrale? Da muss man auch wieder zwei Sachen sagen. Das eine ist, wir erleben sehr hohes Engagement der Mitarbeiter, die dort dann auch warten, auch bei Verspätungen, und dann sagen, das ist mir auch wichtig, dass dieser Fahrgast dort dann in irgendeiner Weise aus dem Zug geholt werden kann. Wir erleben aber auch Situationen, wo der Fahrgast eben an einen Bahnsteig kommt und da ist niemand mehr und er natürlich überlegen muss, gibt es Reisende, die ihn unterstützen, oder leider auch Fälle, er fährt eben zum nächstgrößeren Bahnhof, wo eben Angebote da sind, weil eben in den Abendstunden, natürlich nicht nur in den Abendstunden, aber natürlich logischerweise in den Abendstunden noch mal vermehrt, Bahnhöfe oder Haltestelle kaum oder gar nicht mehr besetzt sind. Und das, was dann immer ist, das ist jetzt hier auch schon mal dargestellt worden, dann ist natürlich die Frage, dann werden natürlich Ersatzmittel gemacht, sprich das Taxi, Taxifahrten zur Verfügung gestellt, wobei gerade auch, das muss ich auch noch mal sagen, im ländlichen Raum, suchen Sie mal abends in der Nähe eines Bahnhofs ein Taxi, da werden Sie auch oft Ihre Probleme haben, um sozusagen da weiterzukommen. Also es ist zum einen ein sehr hohes Engagement der Reisenden selbst eine hohe Selbstorganisation, aber gerade wenn es eben zu Störungen kommt und zu Verspätungen kommt. Ich möchte noch auf einen Punkt nochmal eingehen, auf die Aufzüge, die haben Sie ja auch nochmal genannt, Herr Gastel. Es ist gut, dass es Aufzüge gibt, aber alles, was natürlich technisch ist, ist in irgendeiner Weise auch immer anfällig, leider auch durch Vandalismus, aber auch durch technische Dinge anfällig. Hier wäre es einfach wünschenswert, natürlich auch Ersatzlösungen zu finden, weil sonst sind, wenn ein Aufzug ausfällt, ist dann oft der ganze Bahnhof für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen gar nicht mehr nutzbar. Also was gibt es für Ersatzlösungen an der Stelle? Und das Zweite ist natürlich, wenn ein Aufzug kaputt ist, wie schnell wird dieser repariert? Ich kann das aus meinem Bundesland sagen, Singen ist ja jetzt nicht so eine kleine Stadt, wenn dann natürlich der Austausch und die Reparatur eines Aufzuges sich über ein halbes Jahr hinwegzieht, dann ist das natürlich für die Reisenden, können Sie sich vorstellen, sorgt das für ziemlich viel Unmut und auch Unverständnis, warum diese Dinge nicht schneller angegangen werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwarz und Herr Dr. Leitner, Sie wurden auch angesprochen. Okay, danke. Das war die Frage der Gruppenreisen. Also was bei Tourismus für alle Deutschland ab und zu aufsteigt, das sind mehr Fragen in die Richtung, wie viele, es gibt zu wenige Rollstuhlstellplätze, wenn zwei oder drei Rollstuhlfahrer zu demselben Termin und dasselbe Reiseziel möglichst gleichzeitig aufsuchen wollen. Also das ist mehr die Frage der Kapazität an Rollstuhlstellplätzen. Die Frage, die Sie angesprochen hatten, eine Familie mit einem, als Beispiel, Kind im Rollstuhl, die dann auch zusammen reisen, also sitzen möchte, das ist mehr eine Frage des Reservierungssystems. Darum wollte sich ja Frau Engel-Kuhn kümmern. Danke. Gibt es sonst noch andere Themen, die wir jetzt noch nicht besprochen hatten und die Sie gerne noch mal ansprechen möchten? Herr Dr. Leitner? Nein. Nee? Okay. Dann noch ein Abschlusswort von Ihnen, Herr Wendorf. Ja, ich will das noch mal vielleicht zusammenfassen. Ich bin ja der einzige praktizierende Sachverständige hier, der ja mit dem Rollstuhl auch hin und wieder unterwegs ist. Erstmal möchte ich
feststellen, dass meine Kritiken, die ich geäußert habe und die ich auch umfangreich dargestellt habe, in regelmäßigen Fällen nicht gegen die Bahnpersonale als geht. Es geht gegen das System. Im Gegenteil, uns ist so viel Hilfestellung und Hilfeleistung entgegengebracht worden in den Reisen, die ich gemacht habe mit meiner Frau. Das war schon erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, wie andere Mitmenschen einem helfen wollen. Aber es nützt nichts, wenn das System da nicht mitmacht. Und hier sehe ich das große Problem. Ich sehe auch das Problem, wenn ich lese, es werden immer neue Aktionen bei der Bahn losgetreten. Es soll alles verbessert werden. Es sollen elektronische Signaltechniken höhere Taktfrequenzen ermöglichen. Ich kann nur sagen, höhere Taktfrequenzen, wenn da wieder die Störfälle einsetzen, dann werden auch die Ausfälle wieder größer. Also das ist ja auch ein Problem der gesamten Technik. Wenn ich also eine dichtere Zugfolge habe, fallen auch mehr Züge aus. Die Haltezeiten sollen auch kürzer werden. Das bei zunehmenden Fahrgastzahlen und bei zunehmenden behinderten Rollstuhlfahrern wird das natürlich an den Bahnhöfen auch immer eine Schwierigkeit bleiben. Die können nicht alle ruckt, auch wenn sie neue Einstiegshilfen haben, werden die nicht reichen, um dieses Ziel auch einzuhalten. Hinzu kommt dann, dass die Bahnhöfe Gleisengpässe haben. Das wissen wir ja auch schon zu Genüge, dass man in Hamburg in ähnlichen Bahnhöfen ja gar nicht mehr reinkommt, pünktlich. Gut, es liegt, wie gesagt, an der Infrastruktur. Die Strecken sind nicht frei, sind also von natürlichen Hindernissen immer wieder gesäumt. Wir haben immer wieder die Probleme, dass die Züge ausfallen, weil Bäume auf die Gleise fallen. Liegenbleiber können nicht abgeschleppt werden in der Regel, weil es keine Lokreserven mehr gibt, wie es die früher gab. Da war das ohne weiteres möglich, einen Zug in die nächste Station zu schleppen. Und damit sind auch alle Bergungsprobleme, die wir hier zum Teil haben, mit irgendwelchen Rampen und mit Überböschungen tragen und hast du nicht gesehen, wären dann auch erledigt. Das gibt es aber alles nicht mehr. Das, soweit möchte ich das also nochmal zusammenfassen. Das sind so meine Erlebnisse, die ich hatte. Und ich möchte einfach nur sagen, ich weiß, mir ist bewusst, wir können nicht alles für die Behinderten machen. Es ist nicht alles behindertengerecht. Es geht auch nicht. Die Welt ist auf Normalität eingestellt. Aber wenn man mir etwas zusichert oder verspricht, und dazu gehört das barrierefreie Reisen, dann möchte ich es auch in Anspruch nehmen können. Das wäre wichtig. Es ist viel wichtiger, die Dinge, die man hat, voranzutreiben und nicht immer wieder neue Ideen und neueste Züge und Neuestes zu erfinden, sondern sollten wir doch erstmal das in Anspruch nehmen, was wir haben und sollen das verbessern. Ich habe in meinem letzten Erlebnisbericht das dargestellt und habe das auch geendet mit dem Wort Zuverlässigkeit ist keine Sekundärtugend, sondern unabdingbare Voraussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit oder auch für ein gedeihliches Zusammenleben. Damit möchte ich das schließen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wendorf. Das wäre jetzt ein gutes Schlusswort, aber Herr Professor Barfuß möchte gar nichts mehr sagen. Dann ist das Schlusswort, was uns alle eint hier. Und da kann ich selbstverständlich, glaube ich, die Bahn auch mit einnehmen, ist, dass wir daran arbeiten und dass uns dass es ein riesiges, wichtiges Thema ist, an dem auch dieser Ausschuss sehr arbeitet. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken, dass Sie hier waren. Und selbstverständlich geht Ihnen, den Sachverständigen, ganz besonderer Dank, die hier angereist sind und teilweise auch aus eigener Betroffenheit hier auch wichtige Beiträge eben zu dem Thema Barrierefreiheit geleistet haben. Das Thema, das hatte ich schon gesagt, wird uns begleiten, weiter uns als Verkehrspolitiker, und damit schließe ich die Sitzung und wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Sitzung.